gentlemen, fire up. So, herzlich willkommen zu meinem Stream heute am, was haben wir denn heute überhaupt? Kommt so durcheinander, Donnerstag, Nachmittag und hallo Just FPGA und Servus, ja Rock. Herzlich willkommen zu meinem Stream. Heute vor meiner Arbeit, ich habe nachher Nachtschicht, das heißt circa bis 9 Uhr geht heute der Stream. Je nachdem, ich hoffe PTU läuft, ich war jetzt nicht drin, also ich habe jetzt den M-Patch übersprungen und gestern ist, glaube ich, heute Nacht ist, glaube ich, der N-Patch erschienen, da gehen wir kurz auch mal die Patch-Notes durch, ich glaube, so groß war er nicht, das ist auf jeden Fall der 3.13.0.86501, das ist der Patch, der aktuelle. Ich hoffe, der läuft auch. Ich habe getestet. nicht, dass sie die Server gerade dicht gemacht haben oder so. Ich hoffe es mal nicht. Sonst müssen wir was anderes zocken. Aber ich glaube es nicht. Okay. Testing-Fokus. Immer noch die Caves, FPS, also immer noch dasselbe. Ich glaube auch nichts dazu kommen, wenn ich so kurz drüber schaue. Reputation, die Force Reaction. Die Known Issues kann man ja mal gleich mal mit den alten, ob was weggefallen ist. Ich lege jetzt nicht alle vor. Deswegen sind wir auch relativ schnell durch. Außer vergleichen wir mal, ob mir irgendwie was auffällt, ob was neu dazukommen ist oder was weggefallen ist. Das gucken wir gleich mal. Muss ich gleich mal daneben stellen. Space Station at Lagrange Point should no longer take several minutes in. Also stimmt, dass die Hand manchmal eine Weile braucht. Mal gucken, ob das wirklich besser ist. Dann Large Rocks und Damer should no longer be Mission Collision. Da waren wohl Steine und Damer, wo man wahrscheinlich durchklippen konnte. Das sollte auch nicht mehr sein. Fix and ISO set could cause players to drop weapons on bound when swapping weapons. Sehr gut für FPS-Gameplay. Das hatte ich glaube echt manchmal, wenn man Waffen swappt, dann switcht zu einer anderen Waffe. Dann hat man teilweise die Waffe fallen lassen. Nicht immer, aber manchmal, das war öfters mal ärgerlich. Players should not be able to equip MISC. Should no longer be able to equip the MISC Prospector Mining Gimbal Mount at the Mining Laser onto other ships. Also, das geht nicht mehr, dass man die irgendwie auf andere Schiffe macht. Und Reputation Favorites should not be safe in swapping between tabs in the Mobi Glass. Also, die Favoriten kann ich gleich noch machen. Nachher. Ansonsten ein Client Crash und zwei Server Crash. So. Mal hier das hier. Ich wundere, warum das jetzt gerade so klein aussieht. Ich mache hier gleich Aufnahme. Gleiche ich das mal hier. Und so, der M, das war der vorige, den habe ich ja auch ausgelassen. Gucken wir mal, was war denn hier? Known ist Right Weapon. Ich lasse immer nur den Anfang. Unlängde SOP, the customer. Name after attacking place. Ah. Placing a trolley under large and calling it can damage a ship. Das ist draußen. Ne, Moment, das ist neu. Du hast ein Issue, ja, können wir machen. Ich war jetzt selber nicht drin, also ich kenne sicher auch nicht alle, aber wir können ja dem auf dem Grund gehen. Jetzt im neuen Splair may get random crime set when killing a bounty. Okay, das ist hier der oberste, das ändert. Okay, da ist eher was dazukommen sogar, oder was? Also nicht wirklich was. Okay. Was ist das Problem? Wo brauchst du Hilfe? Ich kann sein, ich muss selber kurz gucken, wenn du sagst. Webseitenfehler, okay. Wo klickst du drauf? Auf welche Seite?
Ich glaube, muss ich mal probieren. Ich meine, ich war vor kurzem mit dem Handy drin, da hatte ich es auch. Das kann natürlich sein, dass sie da eine Wartung gemacht haben. Hast du es in den letzten, jetzt gerade zum Beispiel probiert, weil ich bin gerade reingekommen. Customizer, okay. Ah, okay, warte mal. Just visit RobotSpace, Blitz and click either of the subscription type subscribe button. So, jetzt habe ich es natürlich zugemacht. Was ist Point? Oh. Gerade noch mal gucken, ganz verstehe ich denn das Problem noch nicht. Hier. Plans und Pass-Button sind tauscht. Pass. Also bloß die Dinge. Bop, bop. Also mich hätte es jetzt gar nicht gestört, aber ja gut. Du meinst das hier, dass das hier hier sein müsste und das hier hier. Oder wie? Vom Preis her passt es ja eigentlich mit dem Plan überein. Das heißt, das ist ja nicht falsch. Monatlicher Plan, man's. Jetzt nichts, was mich groß stört, aber ja, das ist schon ein kleiner Fehler. Contributen. Aber jetzt auch nicht ganz so tragisch, oder? Also für mich sind bloß die Buttons. Ja. Aber Button betrifft ja schon der Preis und Ding stimmt ja. Das passt. Soll halt ein bisschen verwirren. Warum kann ich jetzt nicht? Das kann ich hier gar nicht. So. Gut. Stelle ich gerade fest, ich hab.
dann gehen wir mal in Game hinein. Achso, ich muss vorher noch mein Hi Neon Sheeper. Warum habe ich denn hier keinen Sound hier? Ihr seht gerade noch nichts, weil ich hier noch im Ding drin bin. Ja, eigentlich ist es eine CIG. Ja gut, CIG schaut sich vielleicht an, aber das ist ja die Webseite, dafür ist Turbulent, glaube ich, verantwortlich. Wenn ich jetzt den Namen richtig im Kopf habe, von der Firma, die Webseite macht, soweit ich weiß, nicht CIG selber. Deswegen. Naja, sag mal so, das ist halt ein Anzeigen, die halt mehr Contributes haben, die schauen sich halt früher an. Trotzdem heißt es ja immer, nur weil sie es jetzt nicht gleich fixen oder so, heißt ja nicht, dass sie es nicht wissen. Hi, Quergamer. Sondern, dass der Fehler einfach nicht so wichtig ist. Und wie gesagt, Webseite ist nicht CRG. Wenn da was falsch ist mit Buttons, das müsste turbulent sein. Da kann CIG eigentlich nur dann was dafür, wenn sie es nicht, wenn sie es merken und nicht Bescheid geben. Ich glaube, das ist ja wirklich ein kleiner Fehler. Man sieht es am Preis, für was es ist. So, dann EP Reaper and Keys. Okay, dann blick ich vielleicht nicht mal irgendwie. Gehe ich da ein bisschen auf den Schlauch? Ja gut, die Beschreibung ist ja schon korrekt, wenn ich mich nicht täusche. Also hier hat man ja den Monatsplan und hier den Manzi-Plan. Das ist monatlich abbuchen, das einmal. Ja, bitte. Also, das ist eigentlich nur das hier, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe von dir. Aber hier die Bezeichnung stimmt ja im Annualplan 119, einmalig und 1083. Also das sollte man schon merken. Dass das richtig ist. Weil wer das Große anklicken will, den jährlichen, dem juckt ja auch nicht, wenn er 10 Euro monatlich macht. Das passt dann. Das juckt ja dann eigentlich auch nicht mehr. Dann wird es ja weniger sogar abgebucht. Wenn man es monatlich macht, ist der Preis nachher auch fast gleich. Ah, okay. Ja, ich muss meinen auch mal wieder erweitern. Ich habe eigentlich auch jeden Monat, jetzt gerade auch abgelaufen, mein Subscription. Aber im Grunde habe ich ständig Subscriber drin, normalerweise. Ich bin sowieso einer, der sagt, Star Citizen darf sich später ruhig auch mit monatlichen, so wie damals WoW war, eigentlich finanzieren. Dann ist wenigstens ausgeglichen. Aber das wurde ja gesagt, dass es nicht passiert. Viele passt es nicht, ich kann das auch verstehen. Aber bis jetzt ist ja Subscription nur fürs Community, das muss man wissen.
Nur mal so Erklärung, die Subscriber ist nur alles für die Videos, das, was weiß ich, die, und halt alle so die anderen Gimmicks, wo dabei sind, aber im Grunde für die Werbung und für das, was immer kommt, wie Inside Star Citizen und so Zeug. Das wird damit bezahlt sozusagen. Oh, ich glaube, der Server ist am Arsch. Ich gehe mal runter. Gut, wäre halt dann gut, wenn sie den Grundpreis vom Spiel reduzieren würden, wenn sie es dann oder weniger, wohl damals WoW ja auch teuer, erst teuer, Vollpreis war und dann musste ich auch den 10 Euro bezahlen. Hier wäre das zu teuer, Quergamer. Ja gut, aber wenn man dafür, wie gesagt, die Schiffe günstiger wären oder das Grundstart-Package oder so. Also mal gucken, ob es hier passt. Ich stand jetzt gar nicht in den. Ach, jetzt bin ich doch wieder bei Loggen auf dem Server. Okay. Oder ich habe ihn mitgezogen, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt gar keinen Plan, was ich fliege. Mit was ich überhaupt fliegen will. Deswegen fliege ich mal wieder mit meiner Standardschiff. Sorry. Habe ich mal wieder meine Schweig probiert. Ach, planlos im Weltraum, ja Rock, wie immer. Das kommt natürlich darauf an, ob jemand noch kommt, der mitmacht. Im Moment noch relativ planlos vor meiner Arbeit. Kommt drauf an, was wollt ihr sehen? Soll ich irgendwas zeigen? Vor allem mal der Sound ein bisschen leiser drin, das wäre ganz gut. So. Und bevor ich es vergesse, ich schade, dass man das nicht irgendwie, dass es immer automatisch ist. Look ahead schalte ich immer aus. Das empfinde ich eher mehr störend als nützlich. Die große Talon.
Ja gut, große Tarnung gibt es ja im Grunde nicht. Das ist im Grunde gleichwertig. Nur ein bisschen andere Voraussetzungen. Die Tal- und Schweig ist ja, hat halt Raketen, aber dafür weniger Bewaffnung. Und die andere hat dafür mehr Bewaffnung. Ach, die Prowler. Achso, okay. Die große Talon. Okay, nennt sich die so jetzt. Da bin ich ja jetzt auch. Die ist natürlich wirklich größer, ja. So. Ich fliege halt immer mit meiner Vanguard rum, 1000 Schiffe hier im Dengrad, aber die habe ich ja sonst nicht. Da wäre deine Brawler, hätte ich gerade auch im PTU zur Verfügung, was ich sonst nicht so habe. Komm, ihr habt es sicher schon 1000 Mal gesehen, aber testen wir mal, wie gut das funktioniert. Dann nehmen wir halt mal eine Conny mit dem Ship Docking. Ja, ich bin Concierge, ja. Ich bin Concierge. Aber ich bin auch Evocati und deswegen sowieso erste Welle. Und wahrscheinlich habe ich deswegen hier alle Schiffe. Ich weiß nicht, wie es andere haben, die jetzt in der ersten Welle sind, Wave 1. Was für die Schiffe die gerade haben. Aber ich sag mal so ein kleiner Concierge. Ich bin noch also eine 1 davor habe ich noch. Moment, wo habe ich denn meine Constellation? Aber es hat sich natürlich auch über die Jahre gesammelt. Ich bin ja auch seit Ende 2014 dabei. Das sind jetzt auch fast über 6 Jahre. Ne, mehr. 7. Ne, bin kein Arzt. Aber innerhalb 7 Jahre kann sich so ein Preis dann doch ansammeln. Na, bin ich jetzt blind? Ich roll gerade ständig drüber über die Constellation. Also die Schiffe, die ich hier habe, die sind nicht meine. Also ich habe nicht so viele, wie hier steht. Bei weitem nicht. Bei meinem größten Schiff eigentlich ist meine Harbinger. Die Vanguard Harbinger, deswegen fliege ich die am meisten. Hat eine gewisse Reichweite. Und ja. Und bei mir, was ja auch noch ist, die Subscriber. Ich habe eigentlich monatlich immer subscribed. Das fließt ja auch in den Status mit ein. Damit habe ich natürlich auch noch ein bisschen gehabt. So. Puh, also Schiffsliste. Also sowas gibt, müssen ja nicht Avocados sich beschweren. Dafür sind die Avocados ja nicht unbedingt da. Wir testen die Features, die als erstes rauskommen, im sehr verbuggten Zustand. Da eigentlich eher, wenn sich viele oft im Spektrum beschweren, da gibt es ja gewisse Seiten. Welche Filterfunktion meinst du jetzt? Schiffsfunktion? Nicht zwangsläufig, ja, Schiffslisten. Ja, manchmal, das kommt auf den Patch an. Also, manchmal haben wir im Evocati teilweise nur zwei, drei Schiffe, weil sie, oder nur vielleicht seine, was man hat. Und das Schiff, was zum Testen ist, zum Beispiel, wenn es neu ist. Also, es ist nicht immer so, dass Evocatis alle Schiffe haben. Das kommt, machen sie oft zwar so, aber das ist nicht Ding. Immer gang und gäbe. Irgendwas ist hier komisch. Guck mal, krasse Beleuchtung. Sieht komisch aus. Da stimmt irgendwas mit der Beleuchtung nicht hier.
wahrscheinlich nur im Nebel so. Ich springe aus dem Nebel raus, dass es irgendwas mit dem Ding hier zu tun hat. So, ich habe meine Vorschau deaktiviert. Das heißt, wenn was wäre, nicht gut läuft oder so, dann Bescheid geben. Okay, das ist normal. Das heißt, das Ganze hat gerade... Ne, ist immer noch. Nur nicht so extrem. In dem Nebel hat sich das nur mehr ausgewirkt. Da ist so ein leichter Lichtschatten um das Schiff. Das ist zum Beispiel sowas, was man auch schreiben könnte. So, was haben wir denn jetzt hier? Cave Missions. Ach so, jetzt weiß ich wieder, warum ich an der Station war. Was ich jetzt, selbst da ich Evocati bin, nicht so oft gesehen habe, ich glaube nur einmal war die Trolleys. Ich habe gar nicht immer im Kopf, wo die genau sind. Ich glaube, die sind teilweise in den Cargo-Decks. Hey Logan! Hey! Moment. Ich glaube, er hört mich nicht hier im Ding. Hörst du mich? Hallo, jetzt. Ja, jetzt höre ich dich. Ich war gerade bei der OMC, beziehungsweise bin noch bei der OMC. Aber mich hat gerade das Kescher verschlagen. Hallo Soccer 217. Oh. Gott, was passiert hier? Oh, super. Ich sehe gerade in meiner Conny ist meine Merlin gar nicht dran. Vielleicht ist die Merlin bei mir noch, dass sie jetzt zwei drin da stecken haben. Vielleicht, keine Ahnung. Nee, du warst doch schon zwischenzeitlich mal wieder unterwegs. Warum geht meine Achse nicht mehr gerade? Weil du vielleicht Achse aufgetragen hast an die Achse. Meine Ding-Achse funktioniert nicht mehr. Oh ja. Servus, Prozessorwelten. Du meinst jetzt vom Joystick? Ja, meine Runde-Achse. Das Problem hat vorhin an der andere auch gehabt. Ah, der Conny. Oder bei. Beim Raumschiff. Der Neiganger und das Achsengang, das hat sich bloß im Kreis gedreht, das Schiff. Wie hat er es irgendwie gefixt gekriegt? Vom Sitz aufgestanden, wieder hingesetzt, dann ist er anscheinend egal. Ja, das habe ich gerade gemacht, das hat es gefixt. Oh, super. Aber trotzdem irgendwie komisches. Ah!
Kann es sein, dass mir das Thruster verhauen hat? Weil ich glaube, meine Merlin-Hinde ist explodiert. Vielleicht habe ich eine drin gehabt, weil ich habe eine Explosion gehört. Dass mir es die Thruster verhauen hat. Kann es vielleicht sein? Kann ich denn sagen? Hm, doch, das kann sein. Was machen, Moment. Triggert was hier? So, sorry fürs Warten. So, dann geht's weiter. Wollte auch mein Handy leise machen. Hat mein, wie soll ich sagen, mein Überprüfungs, weil ich habe öfters mal Probleme mit meiner Vorschau. Bei OBS, das dann öfters mal in bestimmten Situationen ruckelt. Und deswegen habe ich jetzt die Vorschau aus und lasse es gerade Kontrolle. Ey. Ja, wir wollen nicht rein. Und hallo, AlzaTech. So, dann testen wir das gerade nochmal und achten darauf, ob hinten die Merlin drin ist, wenn ich starte. Ist ja auch PTU, das heißt mehr testen als alles andere. Gott sei Dank habe ich nicht in Wirklichkeit so viele Schiffe, da käme ich ja gar nicht klar. Mal gucken, ob es bei der Phoenix auch passiert. Emerald. Was hattest du gerade gemacht eigentlich, Logan? Also, ich bin gerade gemutet. Logi gemutet.
Also das sehe ich auch, also ich sehe jetzt schon, das Schiff hat auf jeden Fall die Archimedes dran. Logan, hattest du jetzt eigentlich mal eine größere Höhle gefunden mit Eingang? Weil ich habe das irgendwie immer noch nicht geschafft. Ja, Logan ist ja immer noch gemutet. Oh. Unmöglich, der Kerl. Nee, aber ich komme im Moment jetzt nicht mehr ins Game rein, ins PDU. Okay, wegen? Ich bin rausgeflogen, Fehlermeldung und jetzt, wenn ich mir Ei wählen will, immer Abbruch. Okay, was kommt dann für ein Fehler? Boah. Mal kurz schauen, Moment. Launch und so hast du alles geschlossen gehabt, oder? Ja, ja, schon geschlossen und der News-Ordner schon gelöscht. Okay, mal einen anderen Server ausgewählt, also US oder Ding. Hä? Ich rede davon, dass ich nicht mal Spiel starten kann. Also Spiel startet sich nicht mehr, okay. Nicht mal. Also du kommst nicht mal mehr ins Hauptmenü. Ja. Das ist natürlich schlecht. Ja. Ich kriege ja Crash-Meldung, das war's. Crash was not sent. Ja, was? Ach, wenn wir jetzt schon so ein Schiff, weil meistens mache ich ja Action, jetzt mache ich halt mal einen. Cargo Mission. Hattest du Probleme, wo es noch ging bei dir, wenn du einen Quest dann nimmst, dass die irgendwie drückst drauf und die übernimmt es gar nicht richtig? Habe ich gleich 30.000, eine BWIN ist noch vorhanden. Quest ist weg. In andere Quests, wenn ich so annehme. Ich kann gerade akzeptieren ein Quest, was ich will, die nimmt es nicht an. Irgendwie. Warum auch immer. Kennt da jemand einen Workaround? Nicht, was da helfen könnte. Oder hat jemand auch das Problem, gerade im PTU, dann ist es vielleicht ein Known Issue. Egal, was ich antippe, dann 1000 Quests annehmen, da tut gar nichts. Ja gut, dann machen wir was anderes in der Zeit, was ich eh vorhatte. Habe
ich schon dann gemacht. Eigentlich könnte ich jetzt zum Mondfliegen machen. Einmal ums Schiff laufen. Ja, so in 10 Minuten kommen dann 20 Quests rein, die ich angenommen habe. Moment. So, wo waren das jetzt? Ich habe das schon lange nicht mehr probiert bei Lorville. Da gibt es ja die Außenstellen mit den Moin Pally Raider, herzlich willkommen. Hier kann man mitmachen, auch mit ins Voice kommen, wer das will. Fragen stellen, ich kann zwar sicher nicht alle beantworten, aber wir versuchen natürlich die Fragen auf den Grund zu gehen, selbst wenn ich sie nicht weiß. Irgendjemand wird es wissen. So. Will er jetzt nicht landen? Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, hier an den Außenstellen irgendwie zu landen. Weil ich will ein Fahrzeug reinspawnen. Einfacher wird es jetzt gehen auf dem Mond, auf so einem Außenposten. Aber hier müsste es ja auch noch gehen. Das ist bloß nicht, wie die Mystic-Zone Bad hier ist. Ich muss eins von den Gate finden. Ne? Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich weiß nicht mehr, wo sie genau sind. Ich weiß, dass da eine Beschriftung dran war. Jetzt soll ich gerade mal einen kleinen Test durchführen. Hm? Ja, mal, jetzt habe ich mal das live ins PDU neu kopiert und okay. Das gerade updaten, ob das jetzt an der Installation selber liegt oder eher serverseitig. Was denn? Dass ich eben nicht mehr in die PDU reinkomme. Ja, also dass du nicht mehr reinkommst, vielleicht Login-Server irgendwas. Ja, Nee, Moment. Ja schon, also in BDU zumindest. Ich habe es jetzt noch nicht im Live probiert. Ah, okay. Ah, ist ein Memory Hole, okay. Dann muss ich das auch mal beobachten. 13 Grad committed. Working Set committed 12. Mal gucken. Okay, ich habe das, glaube ich, seit ihr das mit den... Und andere sind gar nicht mehr probiert an den Gates landen. Ich weiß gar nicht mehr, wie nah man jetzt rankommt, bis da der komische Autopilot eingreift. Das ist natürlich schlecht, wenn man nicht sieht, wo man fliegen darf. Guten Abend, NP. Deswegen prüfe ich das gerade. Nee, das ist ja störend. Du kannst ja gar nicht mehr richtig manövrieren. Ach du Scheiße, okay. Aber 170 GB Memory? What? Also das heißt, der hat dein Pagefile noch komplett vollgehauen. Oder hast du 256 GB Paywriter? Boah, da 256 GB Arbeitsspeicher. Bringt mal nichts. Mr. Fister Season. Gibt es überhaupt? Gibt es überhaupt die so viel Fassen? 128? Ja, aber 256? Ja, die neuen AM4 Bots. Machen die 256? Weiß es gar nicht. Warte mal. Müsste man nachschauen.
Ich hätte schon gedacht, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, Pellweiter hat auf jeden Fall mal 64 drin. Und die, also 128 machen sie ganz gewiss. Was ich aber sicher bin, sind die TRX-Boards, also die mit dem Eclipse von Ryzen, Eclipse oder wie das Ding heißt, die schaffen auf jeden Fall 256. Ja. Nein, ich habe nur 64. 64 ist voll ausreichend. Ich habe 32, das reicht eigentlich auch noch. 31 ist in Ordnung, 64. Nice to have. Ups. Ja, man hat's. Ich habe auch 64 GB irgendwo rumliegen bei mir. Da haben wir bloß noch eingebaut. Du hast einfach mal so Speicher rumliegen, oder was? Ja. War halbwegs günstig, habe ich mal geholt. Wollte es eigentlich umbauen, aber im Moment geht's noch. Und die Speicherpreise steigen wahrscheinlich auch wieder. Also hier in den Gates zu landen, ist das Overwild echt mühselig, weil vorher hast du wenigstens gesehen, wo die Grenzen waren. Weißt du, was ich meine? Du hast ja vorher gesehen, okay, da kann ich fliegen, da nicht. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich hinfliege, Auto, Overwild, ohne, wie gesagt, ohne zu sehen, wo. Also das müssen sie auch noch verbessern. Viel verbessert. Ja, sag mal so, nicht verbessert, zumindest, also dass der Overwild ist ja okay, aber du musst halt vorher wissen, wann er das tut. Oh. Nein. Also der Crash kommt immer wieder. Wir scheinen wirklich okay, irgendwie im Anmelder-Server zu sein. Was ist, wenn du das normale nimmst? Ja, hab ich noch ausprobiert. Probiere ich jetzt nochmal. Boah, echt, ich weiß nicht, immer wenn so Partikel jetzt kommen, dann packt das irgendwie meinen Rechner nicht mehr, obwohl Vega 64 drin habe, 3900. Aber die Partikel mag es gar nicht. Also die Winde und so, da gehen meine Frames sowas in die Knie immer, mit meiner Vega. Ja, normal geht, live geht, aber BDU, da hat es mal anscheinend auf Serverseite zerschossen. Es kann auch sein, dass es hilft, nicht was du jetzt alles machst, sondern deinen Account kopieren. Ja, das war der nächste Schritt, was ich vorgehabt habe. Okay. Aber was da, man muss Schritt für Schritt vorgehen. Das ist ja, nicht gleich das Größte. Ja, eben. Und vor allem finde ich es ganz interessant, mal zu überprüfen, ob es vielleicht an der PDU-Installation irgendwas gecrashed hat, weißt du? Aber anscheinend nicht. 72? OS 23, das ist nicht 72. Wo liest du da was von 12,12 GB? Das 72. Pellweiter, wo liest du das? Das ist nur 22 oder seht ihr das nicht richtig im Stream? Mein Overlay. Also nicht Overlay, sondern Display-Info. Megabyte. Ne, 23,30. Oder hast du dich verschrieben? Also 32 habe ich. OS hat 23 Dinge. Ja, hast mich jetzt schon erschrocken. Hallo? Mich einfach. Muss man leben. Wir werden jetzt gefollowt. Ich habe es jetzt leider nur auf dem Handy, weil, wie gesagt, mein OBS öfters mal Probleme macht und ich nicht in der Vorschau sehe. Danke für ein Follow schon mal. Gehört habe ich's. Opa Finch, danke für dein Follow. Wo waren jetzt die Hangars? Also, ich merke, dass ich schon lange nicht mehr an den Gates war. Da waren doch die Terminals.
Ich will jetzt nicht den Rock DS, sondern... Ich bin hier. Hallo Space Dirk. Und Opa Finch einfach Fragen stellen oder auch mitspielen kann man hier, wenn man will. Und... Ach, habe ich mein Gamepad wieder nicht hier. Nimm, wenn man einen zweiten Rechner hat und nur ein Gamepad. Filmquellen, warum ist denn das eigentlich wieder an? Ich hasse das. Nee. Ja. Das. Anderen Scheiß. Es ist neblig hier. Ja, sowas kann doch nicht sein, weil so Sachen sind nicht vorgesehen. Bin ja gespannt, ob das Fahrzeugchen drin bleibt. Oh, ich bin nicht so der Conny-Typ. Wo ist das Schalterchen? Wo war nochmal der Schalter an der Conny? Ach, hier glaube ich. Oh, meine Frameraten. Hallo. Ihr dürft ruhig. Oh, 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 oh. Warum sind jetzt meine Frameraten so niedrig? Ach, da gab's einen Trick. Boah, 8 Frames, hallo. Kannst du besser, Vega? Boah, boah. Ruckel, ruckel. Kann immer jemand gebrauchen. Logan kommt ja gerade leider nicht rein. Einfach mich auf der Linksseite adden. So. Wir haben immer noch das Problem, dass die Quests nicht anfangen. Wer ist denn sonst noch im PT?
Ruhe und hat Probleme, die dass die Quest nicht annehmen. Glaube ich, join gleich mal, wenn ich im Fall bin, logge ich mein Bett aus und guck mal in US, ob es da geht. Oder liegt an meinem Charakter. Deswegen würde ich gerne wissen, wer drin ist und ob ihr Quests annehmen könnt. Wäre jetzt doof, ohne Quests ist naja, Tätigkeit suchen. Meinern ist nicht so meins. Kann ich höchstens mal probieren, aber höchstens mal den Rock DS nehmen. Was war jetzt wichtig finde? Hm? Wenn du deinen Charakter quasi rüber kopieren willst, dann kommt erst einmal die Bitte drüber, einen Charakter-Reset-Tool zu benutzen. Das kannst du nicht auch probieren, bevor du. Nein, da kannst du nicht. Weil ich bin draufgegangen und dann kommt ein Log-Bildschirm, für, dass du Nummer 9 in den Account einloggst und da komme ich nicht rein. Ins PTU, auf die PTU-Seite? Nein. Du gehst doch über deinen normalen Account, mein Account, Public Test Universe, wo es die Copy Account to PDU machen kann, stimmt's? Ja. Und oben drüber steht, dass sie please only copy to PDU once, utilize Character Reset Tool on PDU. Also du sollst das Character Reset Tool nehmen. Das Character Reset Tool ist verlinkt. Jetzt klickst auf, also bevor du deinen Account rüberschiebst. Den Account soll man nur einmal schieben. Und dann soll man das Charakter-Reset-Tool nehmen. Dann klickst du auf das Charakter-Reset-Tool, dann kommst du auf einen neuen Anmeldebildschirm, dann versuchst du dich dann anzumelden, geht aber nicht. Du musst auch gucken, du hast ja am Anfang, wenn du deinen Account kopiert hast, hast du ja Passwort gekriegt. Das ist nicht dasselbe, wie du bei dem Live hast. Beim Launcher funktioniert, bei der PTU-Seite kriegst du aber das Passwort immer per E-Mail zugeschickt. Deswegen, das ist immer noch gleich, bloß sie haben es beim Launcher so gemacht, dass der Account zählt. Dann müssten sie aber besser darauf hinweisen, weil sonst kommst du schnell durcheinander. Ja gut, wenn du kopierst, kriegst du die E-Mail immer, da steht es dann dran. Ja, aber dann müssten sie auf der Anmelde-Website besser darauf hinweisen, dass eben die das Passwort, wo du zugeschickt hast, verwendet werden sollst. Weil das müsst, wenn du jetzt draufklickst und dann kriegst nur angezeigt E-Mail, Passwort. Ja, dann machst du E-Mail, dann machst du Passwort, wie du es gewohnt bist, anstatt E-Mail, zugesandtes PDU-Passwort. Ja, dann hast du Information und die fehlt. Das finde ich. Ja gut, war aber schon immer so eigentlich. Weil ja, das ändert aber nichts dran, dass einfach die Information fehlt. Hm. Was? Ja gut, in der E-Mail steht es ja. Einloggen und Passwort. Wie auf den Noch? Ja, sicher steht es in der E-Mail. Aber wie viele Leute schauen nicht auf die E-Mail drauf, haben schon wieder vergessen, wenn sie jetzt schon zeitlang in der PDU unterwegs sind, vielleicht schon gelöscht. Ha? Ja, dann musst du nochmal kopieren oder Passwort zurücksetzen machen. Das kannst du ja dann machen. Du kannst ja dann Passwort zurücksetzen, wenn du dich nicht einloggen kannst, theoretisch. Auf der PTU-Seite, also PTU Cloud Imperium Games. Ja, ist mir schon klar. Nur,
Was hindert sie dran, mal darauf hinzuweisen, dass man extra Passwort gekriegt hat für kann die PDU? Kann ich ja vorschlagen. Ja. Obwohl, warte mal, wenn es kopiert, steht es, glaube ich, doch dran. Wenn du kopierst, steht, glaube ich, dran, dass ein Passwort Zugangsdaten zugeschickt worden sind. Ja, das hast du jetzt mal meinetwegen vor, neue BTU fängt an, das ist schon 2 Wochen her, du hast die E-Mail gekriegt und dann hast du ein Problem, dann gehst du rein, liest es durch, denkst, okay, klickst drauf, wenn sie es wollen, machst es halt erst einmal über dieses Tool, dann hast du einen normalen Anmeldebildschirm, ohne Information, dass man ja anders Passwort für die PDU hat. Okay, ja gut. Darauf will ich hinaus, was? Dann dumm. Ja, ja. Neon Cyber, könnt ihr etwas zu Dual-Wirpel, VKB-Choice sagen? Ich nutze seit Jahren meinen alten X55, aber lieber mit. Also, ich habe zweimal den VKB, also ich habe zweimal VKB Gladio MK2, beziehungsweise MK2 Base. Rechts habe ich noch den normalen Griff, links habe ich mit Adapter den Cosmos Hima Premium L und bin zufrieden. Leider kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wie die Wirpel sind, aber so viel ich gehört habe, sind die gleichwertig, könnte sogar ein Tick Mühe besser sein wie VKB. Das die sollen sich gegenseitig nichts geben. Also sie haben ein bisschen anderes, wie sagt man, von der Funktionenbelegung und so unterscheiden sich vom Konzept her ein bisschen, aber grundsätzlich sind sie gleich. Ja, also ob du jetzt ein Wirpel holst oder ein VKB, das ist, ja, glaube ich, würde ich jetzt mal so aus dem Groben sagen. Der einzige Unterschied, wo wahrscheinlich sein könnte, ist in der, wenn man überhaupt darauf Wert legt, ich benutze nicht, in der Benutzersoftware für den Joystick. Weil das, also das von VKB, das ist schon ein mächtiges Tool. Das ist verdammt mächtig, da kann man viel pushen. Also, das ist brutal. Immer äußerst vorsichtig vorgehen. Moment, muss kurz was gucken, dann sage ich das gleich. So, Moment. Ich habe da mal was gehabt. Muss ich gerade bloß suchen, wo ich das jetzt hingelegt habe. Ja, jetzt wollte ich ein Bild zeigen. Jetzt für die Stelle. Welches? Naja, von meinem Setup hier. Ich könnte zwar nochmal ein Bild machen, aber. Ich habe hier Dual Sticks mit den VKB, wie gesagt, und noch den Schubregler von Thrustmaster, also vom 1600er. Das ist sicher nicht der beste, aber der ist für meine Zwecke ausreichend. Da habe ich noch einen Schubregler dazwischen, das heißt, ich kann im Grunde beides tun. Für zum Beispiel die Speed Limiter nutze ich dann den Schubregler, aber meistens habe ich die Hände an den zwei Joysticks. Und ich komme gerade nicht ins Spiel. Also ihr, also ich weiß nicht, was jetzt Logan nützt genau. Nützt du Dualstick oder hast du einen HOTAS-System? Ich habe ein HOTAS-System. Du hast ein HOTAS-System. Welchen hast du jetzt nochmal? Ich habe den VKB, den Cosmos, Timo oder so. Selben wie du. Okay. Mit der Base. Und die Base ist geil. Also die teure, die größere Base. Also die das ist so ein Metallfuß, gell, so richtig. Ja, ja. Kräftig, die ist super, gibt's nichts zu sagen. Ich fand halt den anderen, der hat ja jetzt keine Knöpfe unten, bei mir sind halt noch Knöpfe unten und so. Ja, aber du kennst ja mein anderes Setup nicht. Doch auch, oder? Ich habe den Joystick, ich habe einen Thrustmaster Schubregler. Ich habe vor Blackhawk eine Flugzeugsteuerungstastaturfeld. Also mit Knöpfen, Drehreglern, Kippschaltern etc. Ich habe ein Stream Deck umfunktioniert. Okay. Und dann bis zu 2 MFDs Rahmen. Plus meinen Xbox-Controller. Also das reicht.
Also ich habe sie nicht reingeschraubt. Bei mir stehen sie drauf. Die auf dem meinem alten Computer sozusagen. Ich muss sagen, ich brauche die Knöpfe am Joystick nicht, weil ich genügend Sekundäreingabegeräte habe, um warte mal, so an die 60 oder 70 Tasten zu belegen. Oder mehr, noch viel mehr, theoretisch. Hey, warte, was meinst du, Box? Meinst du das Untergestell vom Joystick, oder was meinst du? Also ich habe halt die VKB-Base genommen, weil ich das Gefühl habe, dass die für mich geeigneter ist. Aber ich glaube, die andere ist halt nochmal ein bisschen hochwertiger. Aber dafür hat sie halt keine Knöpfe. Mit welcher Hand tust du diese Knöpfe bedienen? Mit links? Je nachdem, wenn ich einen Joystick hier habe, drücke ich unten mal und je nach und den anderen, wenn ich gerade was anderes mache. Ja, Und dann zum Beispiel beim einen Joystick, da nehme ich dann einen, wenn ich zum Beispiel Miner oder so, habe ich da das Ding drauf. Ja, siehst du es, und drum habe ich, da finde ich das Blackhawk nicht schlecht, weil da hast du zwei Drehregler, die sind für meinen super geeignet. Ja, ich glaube, die ist halt noch ein bisschen teurer. Ich glaube, die Base, wo ich habe, ist so eher billiger, glaube ich, wie die Base, wo du hast, ne? Obwohl, in deiner Base hast du auch schon diese, du hast doch auch diese Metallhaken, also was schon diese Profile. Das ist doch auch aus Metall, oder? Ja, das Ding ist schon. Also wenn der Kern innen drin, ja, das äußere Metall, das ist egal. Die Platte aus Metall, also Aluplatte, ist auch egal. Wenn innen drin der Joystick plus seine quasi Sensoren und das Gelenke und so weiter alles Metall ist, dann ist es doch egal. Also so eine Box habe ich jetzt nicht. Also ja, die Box ist bei dir schon im Sockel mit drin. Ja, genau. Also die Elektronik, was? Darum hast du keine extra Box, weil in diesen Metallsockel kriegst du die Box Elektronik nicht mehr rein, da war es zu eng. Okay. Irgendwie komme ich auch gerade nicht mehr richtig ins Spiel rein. VKB, wenn ich VKB öffne, kommt Flight. Wie heißt die Seite? Flight Sim Controls, glaube ich. Kann das sein? Ah, da kann ich jetzt nicht beraten. Was für ein Problem hat er? Ja, welche Box? Er will eine Blackhawk Box. Hier auf der Seite. Geht's gerade gar nicht. Ich habe davor von Ding gesehen. Was habe ich hier? Ich habe da noch gar nicht so irgendwie so eine Box gesehen, aber wo ich gerade gegoogelt habe ich was gesehen, aber auf der Seite nicht. Ich glaube, ich habe noch drei Tablets über Game Glass dran. Ich habe auch zwei, also das habe ich auch, zwei Tablets mit Game Glass. Das habe ich auch an. Ja, seit einer Weile. Ich komme gerade gar nicht mehr auf den Server hier. Ich glaube, die Login-Server haben ein bisschen Schaden weg. Nee, ich bin mehr drauf. Ja. Ich glaube, das Bad-Lockout hat es nicht gemocht. Grad. Server.
Hey, Earl Grey! Ja, das probiere ich jetzt auch. Und endlicher Login-Bug. Ja, gut. Da hatte ich im PTU noch groß mehr Probleme schon mal, dass ich nicht mal ins Spiel rein, also nicht mal ins Hauptmenü gekommen bin. In früheren PTUs. Ich hoffe ja, dass man vielleicht noch ein Winner Commander machen kann. Aber. Guck mal. Nochmal Australien. Dann gucken wir mal, ob er neu kommt. Kommt heute eigentlich in Star Citizen Live raus? Ah, ne, nicht Star Citizen Live. Wie heißt's? Wechselst gerade? Weil sie das umbenannt haben, liege ich das manchmal nicht. This Week in Star Citizen. Heute haben wir der 15. User joined your channel. Hey Earl! Hallo. Yes. Die Woche kommt ja gar kein Video. Schweinerei? Donnerstag wird nicht mehr aufgeführt. Ach, passt. Die Frage ist, ob da ein Reset was wird. Weil ich ja im Bedlock Lockout gemacht habe, ich denke mal, das ist mit gerade ein Grund, dass ich den Fehler habe. Aber gab es nicht mal ein Workaround, ich weiß nicht, für welchen Fehler, dass man im Arena Commander die Conny spawnt oder so, oder ein anderes Schiff? Ne, welches Schiff war das? Freelancer wurde immer verwendet für das Bad-Logout. Wenn du das meinst. Ja, genau. Das meine ich. Da hatte ich noch was grob im Kopf, aber nicht genau. Probiere ich mal das, ob es das fixt. Ja, Freelancer in der Winner Commander, mein Spellrider. Und Star Marine wird schwierig, ja. Genau. So, wo ist sie denn? Die normale Freelancer, oder? Die Standard, die Stock. Keine Ahnung, ob das noch geht. Immer aus. Ach. Meckert hier schon mein Ding hier. Mein Headset schon, oder? Frames, wenn ich das mal hätte im Verse. Oder 68. Dann bin ich ja gespannt, ob das.
kann sich auch langsam mal reinlegen. Mal gucken, ob ich den Button habe. Exit Bed Power Off. Wir haben nur Power Off und Exit Bed hier. Oder muss ich jetzt hier, oder reicht da Exit Bed? Ne, Power Off. Ja, geht nicht mehr. Warte, ich probiere mal. Die Vega 64 habe ich. Ja, das sind ja Grafikkarten zu teuer, sonst würde ich mir eine neue holen. Ey, teuer allein ist es nicht, du musst auch eine kriegen. Ja, das kommt auch noch dazu. Weil, was nützt mir jetzt, wenn ich 3080 haben will und 3070 wird zwar angeboten, aber zum anderthalb, fast zweifachen Preis, beziehungsweise 3090 wird auch fast zum zweifachen Preis angeboten. Das ist, da gibt es keine Diskussion. Vorausgesetzt, man kommt überhaupt nicht mehr zurecht. Aber und so wie es ausschaut, soll es ja noch bis 2022 reingehen mit den Problemen. Was ich so jetzt so auf der Seite lesen habe. Ist der Rechner noch 2 Jahre halten? Ne? Also die Grafikkarte. Ja, so einfach ist es allerdings nicht, weißt du? Die tun sich da einfach. Man soll wohl noch manche 6.8er manchmal sogar zum UVP kriegen, wenn man schnell genug auf der Webseite ist. Von ja, gibt aber das ist jede Woche ein Drop. Oder alle 2 Wochen ungefähr. Meistens Donnerstag oder vielleicht auch Freitag. Ja, super, wenn man sich das antun will, bitte. Nur zu. Ja, ich habe auch schon überlegt, selbst meine 295 würde ich glaube noch bei eBay habe ich gesehen für 200 Euro. Das Problem ist, wenn ich jetzt, dann habe ich im anderen Rechner keine Grafikkarte mehr. Beim alten. Und eine neue kostet mehr wie die 200, wie ich für die kriegen würde. Also mehr. Es wird sich lohnen, wenn ich jetzt, was weiß ich, für eine Grafikkarte für, was weiß ich, 200 mehr wie UVP drin wäre. Oder vielleicht auch 300. Dann kann sollte man ich noch eine bekommen bei AMD, denke ich an dich. Denkst du an mich? Okay, cool. Wieso probierst du es gerade ständig, nochmal eine zu kriegen? Nein, nicht ständig, aber hin und wieder, wenn ich gerade am PC bin. Ich schaue ab und zu mal drauf, aber weiß ich, wann die Drops sind, dann kann schon sein, dass ich das ungefähr gleich mache, wie bei den anderen beiden Karten, die ich geholt habe. Was Pale Rider schreibt gerade, was kriegt man denn für 100 Gramm 270? Was? 100 Gramm 270? Was? Kann man die jetzt rauchen oder wie? Wenn du willst. Also, meine R9295X2 ist ja uralt, hat 2 GPUs drauf, die hat zwar eigentlich noch relativ gute Rohleistung, also die hat eigentlich gleich viel Rohleistung wie meine Vega 64, obwohl die viel neuer ist. Verhältnis. Aber ist halt eine Dual-GPU-Karte. Wenn man da fast noch 200 kriegt, also ich habe es zumindest gesehen bei eBay, dass da ein Gebot für 200 war. Verkauf sie. Ja, ich glaube für die 270. Denk mal, da kriegst du wahrscheinlich auch noch. Kannst du mal eBay reingucken, wie viel du kriegst? Kommt drauf an, wie schwer die 2070 ist. Wenn du schon auf 100 Gramm rechnen willst. Also. Oh, man kann noch ein paar Lüfter draufschrauben. Aber so alte Lüfter, was schon aus dem Blei draufgießen. Ja, also so alte Lüfter kann nicht aus dem Automobilbord oder so. So kann ja mal Nvidia gucken. Da gibt es einfach nichts. Auch eine Nvidia-Seite kriegst du nichts. Das ist alles out of stock. Es sollte heute ein Drop bei AMD sein, aber echt? Bisher ist nichts. Hier, boah, krass. Wenn das stimmt, 500 Sofortkauf, 560. 550 für die 270. Ja, das ist realistisch. Ja. Das ist realistisch, weil du kriegst ja teilweise für die Grafikkarten mehr, als das ich früher gekostet habe. Ja. Ganz ehrlich, verkauf die Karte, also die 295. Ja, aber du wirst keinen besseren Preis bekommen und du wirst ja, das stimmt ein halbes Jahr
ohne Grafikkarte dort wahrscheinlich überleben. Nee, weil ich sie manchmal brauche da drüben. Ja, vor allem. Was? Sag mal so, das lohnt sich, wenn ich 200 krieg, aber für die neue dann ich 400 mehr zahle, bringt es mir auch nichts. Später. So rechne ich halt. Also, krieg zwar jetzt was, hab 200 Euro mehr auf dem Konto, aber wenn ich dann später kaufe, habe ich deswegen insgesamt wieder 200, nicht unbedingt die 200 mehr. 1049 Euro Versand. Bei EVGA kann man die 390 Serie reservieren für normalen 1300 Warteliste halbes Jahr. Ja, ja. Aber das ist sicher, dass du ankriegst. Ist bloß reserviert. Nur reserviert, ja. Also würde ich mich nicht drauf verlassen, ganz ehrlich. So, jetzt kann ich hier natürlich den Patch nicht zeigen, wenn ich nicht mehr reinkomme. Hi, Aro. Deswegen muss ich mal Arovin mal kurz einen. Mache ich mal einen Reset. PTU-Seite. Also P. Ich muss bloß immer gucken, wenn ich da drauf gehe, zeigt es manchmal meine Daten. Oder du kaufst dir einfach einen komplett PC. Das ist günstiger als Grafikkarten. Ja, aber du kriegst auch nichts gescheit. Du kriegst die 3070 und so weiter, wenn du Glück hast. Ja, hin und wieder gibt es schon von so komplett Anbietern, welche mit 3080. Was du aber auch dann so ordentlich. Ja. Digga, 300 Euro mehr als eine 3080, wenn man einen PC mit 3080 kauft. Aber dann hast du noch Teile, die einen PC ausmachen. Ich bin glücklicher Besitzer einer 1080 Ti und die funzt einwandfrei. Und in keiner Weise der Hardware-Industrie da das Geld in den Rachen schmeißen, das sehe ich ja überhaupt nicht ein, wenn ich es nicht absolut notwendig habe. Also wenn du es freck gehen würde, was, sehe ich ja überhaupt nicht ein. Ja, du musst die Wirtschaft unterstützen. Ja, ich tue die Wirtschaft unterstützen. Ja, gut. Mehr und ich trinke mehr Bier. Stimmt, die Brauereien haben sie nicht geworden. Leicht im Moment oder so. Das ist echt nicht teurer geworden, glaubt man. Naja, es wird eher günstiger, wenn sie das ganze Bier wegklären. Und was ist jetzt los? Charakter. Oh, super, kann doch nicht wahr sein. Jetzt unsichtbar geworden. Ne, also, ich nehme stark an, dass es einen ganz großen Donner gibt und die Hardware-Industrie dann macht die Schnauze fällt. Ja, hast zufällig gehört, dass Intel jetzt auch eine Grafikkarte demnächst rausbringt, also wahrscheinlich erst Anfang 2022? Ja, und sie scheren sich die gleiche Factory wie AMD. Ja, selbstverständlich, Apple. Aber das ist doch egal. Konkurrenz ist auf jeden Fall immer besser. Und Intel, naja, sind halt doch ein wenig größer als AMD und Nvidia, ne? Ja, es bringt ja nichts, wenn sie die gleiche Factory nehmen. Herr Painwriter schreibt gerade 9 Euro das Gramm für eine MSI 1072. Okay. Klingt nach einem guten Deal, ja. Klingt nach einem guten Deal. So, mal gucken, wie lange brauchen das Reset? Also ganz ehrlich, du bekommst nicht wirklich, ich weiß nicht, also, du hast bekommen, also verfügbar war, bei Alternate den komplett PC von PCGH zusammengestellt mit einer 3080 und einer 5900X Ryzen. Ja. Um 3300. Also, da denke ich keine Minute über eine 2000 Euro Grafikkarte. Ja, absolut nicht. Ne. Also, da kaufe ich mir einen komplett PC, verkaufe den Rest. Denk mich, oder? Ja. Weil die immer noch, die OMs immer noch
Karten bekommen, die halt nicht immer auf dem Markt landen. Okay. Und dann sind sogar diese Komplett-PCs ein guter Titel auf einmal. Weil du einfach für Grafikkarten so viel zahlst, dass es sinnlos ist. Aber auch das haben die Leute inzwischen gecheckt und kaufen natürlich, wenn die PCs verfügbar sind, auch die PCs weg. Ja, super. Und bei Aldi bzw. Hofer bei uns gab es ja auch eine Gaming-PC mit was? Eine 3070 oder so? Der war verdammt günstig auch eigentlich. Muss ich mal nachschauen, was das war. So. Ich lehne mich zurück. Ach, gehen wir halt ins Live so lang. Lehne mich zurück, schau den Treiben zu und um mir gelegentlich einen ablachen. Nicht über die Leute, wo eine Karte kaufen müssen, weil sie sie benötigt, weil die alle kaputt gegangen ist, sondern über die Leute, wo unbedingt meinen, sie müssen jetzt von der 2080 oder besser auf eine 3080 oder 3090 gehen. Über die lache ich. Echt. Hat jemand mitgekommen, dass der Zoll in Hongkong Schmuckstoff festgenommen haben mit 300 Nvidias? Würde mich jetzt wundern. Ja, sobald was so teuer ist, wird... Das ist Schmuggelware, ja. Das ist ganz normal. Wenn es da mal wie hier im Live. Ich glaube nicht, dass sowas geschmuggelt wird. Es wird fast alles geschmuggelt, wenn man Geld damit. Aber wozu Grafikkarten, die darfst du exportieren und der Zoll ist jetzt in Anbetracht. Ja, du darfst ja auch Zigaretten exportieren, trotzdem wird das extrem geschmuggelt. Das kommt dann auf den Preis an, wenn die Ware einen gewissen Wert hat. Ja, das mit Zigaretten ist zumindest in Österreich so eine Sache. Eigentlich darfst du nicht wirklich mehr im Ausland einkaufen, als Eigenbedarf wäre, weil du halt die Steuern geben würdest. Oh, was ist und das sogar innerhalb Europas. Also das ist so, das ist ein Spezialfall. Irgendwie ruckelt dein Stream gerade, oder bin ich das? Ich schalte mal die Vorschau ab. Jetzt vielleicht besser. Bei mir hat es aber am Spiel gerade komisch geruckelt. Jetzt müsste es hoffentlich besser laufen. Läuft doch mal Spiel. Irgendwie, mein OBS macht Probleme in manchen Situationen. Mit man soll auch nicht die Vorschau eingeschaltet lassen. Jeder sagt, dass das schlecht ist. Sogar OBS sagt, dass es schlecht ist. Ja, aber es ist halt geschickt, wenn es auch ist. Dann sehe ich, ob es funktioniert. Hab's ja schon mal gesagt. Leg da ein Tablet hin. Ja, mache ich, habe ich ja jetzt. Bloß ich habe sie vorher aktiviert, weil ich ja vor, wenn ich so... Und nur temporär ein- und ausschalten, wenn es halt nur kurz checken willst, ob es auszurufen. Aber ich merke jetzt eins, ich habe ja mit dir gestern Apex. Apex läuft flüssig. Ja, wie gesagt, Grafikkarten schmuggeln ist selbst da. Bei der Marge, die du hast, da ist die Frage, ob du welche bekommst und dann verkaufst du es einfach ums Dreifache. Ja, da musst du nicht wegen Zoll herumtun und anfangen sie zu schmuggeln. Das klingt seltsam, würde ich nicht tun. Ja, das heißt, Schmuggel würde ich grundsätzlich nie tun. Also, jetzt auch, wenn ich meine Wertvorstellungen oder meine, weiß nicht was, jetzt mal abschalten würde, ja. Also es macht wenig Sinn, bei so einem Artikel zu schmuggeln. Respawning. Wozu? Du kannst den Zoll einfach aufschlagen beim Verkaufspreis, weil es ist eh wurscht, was es kostet. Es wird alles bezahlt. Ja, aber die Leute sind gierig. Sorry, wegen dem Zoll von 300 Grafikkarten gibt es keine freiwilligen Spiele. Nicht freiwillig ist das vielleicht. Es fliegen ja auch dauernd irgendwelche Fotos von angeblichen Mining-Rigs herum und dann stellt sich heraus, dass es
Gigabytes eigenes Testlab oder so. Du hast angeblich einen Mining-Rex oder was? Ja, na so. Spawning. Wo es halt heißt, da hat irgendeiner Mining Farm 500 Karten bekommen und dann stellt sich heraus, das war alles beim Distributor gelagert oder im, ich glaube bei Gigabyte oder sowas, im Testlab einfach aufgebaut. Ja, was sind da so? Waren halt nicht wirklich in Mining. Aua. Nein, aber in den Kopf, das gibt's ja nicht. Spawning. Oh, jetzt passiert. Jetzt auf den Hintern gelegt. Also ich bin jetzt hier im Pub, im Live-Server drin, also im... PU oder im Live? Nee, ich im Live, im Spawning. Momentan. Weil ich warte, bis mein Account resettet ist gerade. Aber Headshots sind schon tödlich, wenn man einen macht. Ich war bloß noch nie bei D-Shooter ein Headshot-Macher. Echt? Deswegen habe ich immer so Waffen wie die Farmers oder so gebraucht. Das ist bei mir genauso, ich habe auch immer auf Body geschossen. Ich habe eher hoch am Body, aber immer Body, nicht Kopf. Am besten ist es eigentlich Body-Kopf, Body-Kopf. Problem ist, für den Spielstil braucht man eine gute Reaktion und ich bin besser geworden. Ja, das hat jeder. Ey, hinter mir war einer. Mein Plan war immer mit dem Recoil dann die Headshots zu verteilen, wenn ich den ersten Schuss am Body set. Aber das dafür, hat nicht dafür machst du aber gute Sniper-Schüsse mit den Apex. Nimmst du auch gerne die Triple Take, die Sniper? Ja, oder die Kernwaffen. Ja, gut ist, keine Ahnung. Sobald jemand so seitlich herumläuft, kannst du das vergessen, dann treffe ich gar nichts mehr. Bin ich zu blöd vorzuhalten. Subtiles Movement, das geht schon, ja. Hier noch ab hier ins Dabamin. Aber ich habe jetzt hier meine Waffe nicht. Wo ich gern hab, die S71 spiele ich recht gern. Ich war gerade auch im PTU, bist du im PTU oder im Live Arovin? Also im PTU hatte ich gerade auch das Problem, dass nichts geliefert wurde. Im Live war ich jetzt noch nicht im Verse. Kann natürlich sein, dass die gerade allgemein irgendwelche Probleme haben und das vielleicht sogar die Live-Server beides betrifft. Kann das sein? Ja, unmöglich beantworten. Also im PTU ist es auf jeden Fall gerade so. Da habe ich gerade die Schiffe nicht rum. Live. Ach, jetzt ist da auch einer. Ach, ich bin Letzter. Was geht denn hier? So schlecht. Leg damit. Ich finde das hier eigentlich nicht so frisch und die Frameraten auf der Karte nicht so gut. Ich hoffe ja, dass vielleicht mit Vulkan oder so das ein bisschen besser wird. Obwohl ich eigentlich mit. Also damals mit. Oh nö. Ach nö. Das war ja schlecht. Spawning. Ja, okay, das war echt traurig. Ja, ja, weil ich eigentlich aus der Hüfte schießen wollte und dann nichts getroffen habe.
Da war ja nochmal einer. Wie viel FPS hast du so circa? 40. Zwischen 30 und 40. Ja. Ja klar, wenn PTU-Server da, PTU da sind, werden meistens die Live-Server auch schlechter, weil die natürlich auch weniger Ressourcen haben, glaube ich, gewartet zu werden, nehme ich an. Spawning. Also, das halte ich ehrlich für Gerücht. Ja, ich denke schon, dass da gewisse Ressourcen abgezogen werden. Aber dass das irgendeine Auswirkung hat, das kann das. Halte ich einfach für ihn. Weil beides ist wichtig für die Entwicklung. Beides. Nein, die Live-Server sind nicht mehr wichtig für die Entwicklung. Null. Das ist ein alter Patch, der überhaupt nicht mehr gilt. Das ist für die Entwickler ziemlich sinnlos, da noch rumzupatchen. Oder zu ja, fixen. Okay, aber jetzt rein aus Ressourcen. Server-Sicht. Ja. Du hast deshalb nicht wirklich mehr User. Und du musst der Ressourcen immer pro User rechnen. Match over. Match in so einem Fall. Es sind ja nicht, nur weil das PTU und live läuft, sind ja nicht doppelt so viele User auf den Systemen. Das ist es ja. Das ist der Punkt, ja. So, und also, es erleichtert dann sogar noch, wenn das live dann eben nicht mehr im Fokus ist. Das erleichtert also, ja die Ressourcen freizuschaufeln für die Mitglieder. Das nicht, das ist einfach, ob du da oder da ein paar Container oder Frames hochstartest, ist eigentlich irrelevant, ja. Also. Ja, aber sie werden, glaube ich, einfach nicht gewartet oder manchmal werden. Wo du es merkst, ja, ist, wenn Freeflight ist. Da hast du wirklich Ressourcenprobleme. Ja, okay, das sind Ressourcenprobleme, nicht das, was wir sehen mit. Ja, wenn halt mal irgendwie Probleme sind, während da ein PTU läuft, das ist einfach nur Zufall. Ja, aber die Server, es gibt ja noch in jedem Patch so Fehler mit, wo glaube ich auch bei den Servern ein Speicher-Leak oder so drin ist und wenn die länger laufen und nicht angeguckt werden, dann laufen die halt schlechter. Und ich glaube, wenn die halt noch Leute da haben, die da immer mal ein bisschen besser drauf gucken, dann wird halt mal mein Server eher mal restartet, was jetzt halt vielleicht eher nicht so passiert. So, nach der Runde, die mache ich doch und dann. Ja, genau. Also die ganzen Freefly-Sachen, also immer das, was so ein Event ist, wie der Matthias sagt, da merkst du wirklich Performance-Probleme. Und da sind auf einmal dann auch Login-Server am Anschlag und sowas. Und da glaube ich dann, dass die nicht mehr eskalieren können, weil ihr Budget aufgebraucht ist bei AWS. Ja. Wie mein, also. Ja, du buchst das ja. Du buchst das bei Amazon. Ja, aber die Sache ist ja auch, wenn Public und PTU läuft, brauchen sie wahrscheinlich insgesamt mehr Ressourcen, weil ja. Nicht wirklich, weil du nicht mehr User hast. Ja. Du bist ja als ein Star Citizen-Spieler nicht auf zwei Servern. Du bist immer nur auf einem Server. Ob das jetzt ein PTU-Server ist oder ein Live-Server, ist am Ende relativ egal. Das ist so. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Overhead, aber es spielt ja, wenn man, nee, und selber, ja, wenn man es wörtlich nimmt, ja, aber im Grunde natürlich auch an der Hardware hängend. Also, AWS stellt natürlich nur auch eine gewisse Anzahl an Hardware. Ja, so viel wie viel du halt zahlen kannst. Ne? Ja. Dann kommt es darauf an, was ist Minimum an, was weiß ich, Prozessoren oder was weiß ich. Ein Server braucht, da Citizen zu stemmen. Arumin, oh schade, schönen Abend noch.
Ja, dafür sind die Live-Server da. Da können sie Langzeitsachen eher testen. Aber die Live-Server sind noch Test-Server, aber sobald PTU da ist, ist halt der aktuelle Patch der Fokus von der Entwickler. Da wird der alte normalerweise nicht mal mehr mit einem Auge angeguckt. Alter Bild, der eigentlich veraltet ist. Das. Seht ihr das anders? Okay. Jein, wie du selber sagst, PDU ist für neue Sachen. Okay, bis zu einem gewissen Aufwand, also Langzeit. Bis zu einer gewissen Zeit, okay. Und live ist längerfristig, also Sachen, wo man dann längerfristig mitkriegt, dass was nicht funktioniert oder hinhaut oder sonst was, oder dass jetzt meinetwegen mal. Ja, funktioniert was. Aber halt nicht so gut, weil sobald ein neuer Bild da ist, sind halt gewisse Sachen vom Live-Server eigentlich obsolet. Und ja schon, aber das... Und bringen den Entwickler nichts mehr, die Fehler, die das, da... Also, ja, aber die bringen doch trotzdem noch Informationen davon. Und diese Informationen sind ja nicht deswegen wertlos, weil es jetzt PDU gibt. Die können aus den Informationen trotzdem noch was lernen und rausziehen an wichtigen Sachen. Ja, gewisse Daten. Bei Sachen, die sich halt nicht ändern, ja. Und die Daten, es gibt die ja nicht sind nur den Build-Live-Server und Ding, es gibt ja, die haben wahrscheinlich 10 Builds parallel laufen, ja. Ja. Also. Ja, gut, das kann auch sein, Neon Cyber. Weil das ist. Viele Devs beschäftigen sich vermutlich auch nicht mal mit dem PQ-Bild so wirklich, weil die schon wieder an zwei anderen arbeiten. Ja, gut, es oder gibt die ja immer committen Teams, halt in einer anderen Branche. Und das kommt dann erst irgendwann halt. Ja, gut, im Grunde gibt es ja eh mehrere Teams. Es gibt ein Team, das schon am nächsten Bild arbeitet, also am. Ja, aber nach deiner Logik würde das ja bedeuten, dass die, wo am nächsten Bild arbeiten, eigentlich das aktuelle ist und die anderen wären obsolet. Spawning. Und darauf ja, die Features eigentlich, das ist ja nicht ganz so 1:1, aber der jetzige Bild, der Live-Bild ist halt trotzdem nicht der eigentlich schon... Sicher, aber sie kriegen aus jeder Ebene Informationen, sie lernen in jeder Ebene bestimmte Sachen, sie lernen auch bestimmte Fehler, wo immer wieder auftauchen oder wo dann plötzlich auftauchen, wo sie gar nicht mehr mit gerechnet haben im Live, weil sie es von der PDU im Live schon mal und plötzlich taucht der Fehler auf. Lauter solche Sachen, das sind Informationen und die saugen sie auf und werden sie aus. Ja gut, die Lauflänge dadurch von den Server, wenn ein Patch neu ist und gerade auf die Live-Server lernen sie noch am meisten. Aber wenn der mal 2 Monate läuft, ist doch egal. Ist nicht mehr viel. Deswegen ist er nicht obsolet oder hat keine Interesse. Ja, Daseinsberechtigung hat er schon mehr. Das stimmt einfach nicht. Er ist halt nicht mehr so aktuell. Ja, aber ein aktuelles Auto ist ja auch kein Auto, wo man dann wegschmeißt, weil es ein aktuelleres gibt, oder? Also kann man immer noch was draus lernen. Ja, aber ich bin mir sicher, dass von Entwickler auf den aktuellen Live-Bild dann, wenn PTU da ist, die wenigsten noch gucken werden. Ja, die wenigsten, auch, aber ja. Nicht keine. Ja, wird minimal wahrscheinlich sogar gar keiner, wenn es tun wird. Das ist aber jetzt Hardcore-Spekulation. Aber Spekulation. Du machst jetzt gerade die Kurve von Respawning. Die Server bekommen weniger Ressourcen, die Live-Server, wenn ein PTU das, läuft, zu es schaut nicht. Keiner mehr am Server und deshalb läuft es schlechter, zu die Devs entwickeln nichts mehr am Live-Server. Ja, eben. Also ja, ich meine, dem letzten wird jeder zustimmen, weil es wird nichts Neues mehr reinkommen. Nein, das sind unterschiedliche Sachen. Ja, aber die zusammen eine Auswirkung haben. Ja, trotzdem. Danke für den Follow. Oh, hier ist echt doof, meine Waffe ist weg. Scheiße, wo ist denn jetzt das Medi-Ding? Ja. Also hier im Live-Server verliert man echt noch die Waffen. Das ist echt doof. Scheiße, Sam.
Ey, ey, ey. So, nach der Runde versuche ich nochmal GTU zu joinen. Also ich war jetzt gerade wieder drinnen, aber hat es mich ziemlich schnell wieder rausgehauen. Jetzt bin ich wieder drinnen. Okay. Respawning. Ich bin nur Kleinigkeit und dann. Boah, das hat erst so geleckt und dann. Oh, das soll ich auch mal. Ah, der ist ja auch noch rumgeflogen gerade. Spawning. Hey, hey Dragwolf. Zwei Leute gekillt. 30 seconds remaining. Und kriegst du auf Area 18 Schiffswaffen? Beim Nudi, ne, wie heißt denn der? Area 18? Ne, Area 18. Oh, ich überleg grad. Bin mir gerade nicht sicher. Der unbequeme Frage gestellt. Area 18, Area 18, Fragsachen. Ja, ja, genau. Das ist eine Fähigkeit, die kannte jeder. Warte mal, Lovell wüsste ich jetzt, aber bei Area 18. Schön, dass du es bei Lovell warst. Das ist aber mir total jage wie Hose. Überhaupt Schiffswaffen? Ah, das jetzt, du dich fein nennst, so bin ich rauslügen. Was mir aufgefallen ist, was ich bei der PDU schön finde, ist, Flaschen und so weiter einpacken geht jetzt wirklich ordentlich flott. Ja. Das ist keine Gedenksekunde mehr, was soll man? War so nervig. So, ich probiere gerade PTU starten. Da habe ich ja meinen Charakter resettet. Account resettet. Jetzt habe ich noch einen schwarzen Bild. Da will auch nichts mehr, noch nichts starten hier. Oh, ich habe keine Lust heute zu arbeiten, aber ich muss. Nachher. Ich muss nachher los. Ja, das Leben ist hart. Hart und ungerecht, oder? Reicht dir hart denn schon aus? Jetzt machst du auch nur ungerecht. Viel Spaß dabei. Alles klar, ja? Bist du noch da? Hat sich gemutet im Moment. Also auf PDU komme ich noch nicht. Der Reset ist entweder noch nicht durch oder keine Ahnung. Ich bin drauf. Achso, dein Reset ist noch nicht durch, das kann sein, ja.
Weil bleibt da hängen ohne Fehlermeldung. So, wenn man nicht sieht, dann was es jetzt liegt. Oh, das ist ja geil. Die Bahn kommt angefahren und die Tür nicht offen. So schön. Wo es nicht mehr steht. Bin jetzt gespannt, ob die Tür offen bleibt. Nein, jetzt geht sie zu. Ja, ich muss jetzt langsam was essen. Dann. Oh, das läuft heute nicht so, wie ich will. Wenn ich hier jetzt nicht reinkomme. Und live wollte ich eigentlich nicht unbedingt ran. Also, auch wenn ich nicht ganz recht habe, vielleicht mit meinen Aussagen vorhin, aber für mich ist trotzdem der alte Bild eher veraltet. Sehr aktuell. Du heißt auch der alte Bild, oder? Deswegen heißt es alt, ja. Machen wir doch nochmal das Daumen in der Runde. Fällt mir gerade noch nicht so in der Winner Commander. Aber ich customisiere mal meinen Star hier. Ach. Was denn? Na, die Bahnfahrerei, die kann mir nicht vorstellen, dass wenn das Spiel mehr Leute hat, als jetzt die paar tausend im Moment aktuell rumrennen, dass da nicht ein großes Aufschrei in der Community kommt nach einer Erleichterung. Für was? Dass man jetzt ständig mit der Bahn hin und her fahren muss, das nervt auf die Dauer. Muss ja auch später nicht, da gibt es genug Orte, wo das machen muss. Das sehe ich locker. Ich sehe noch gar nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt im Moment ab und zu nervig ist. Und wenn das jetzt einer verhältnismäßig kleinen Testergruppe schon nervig ist, was meinst du, wo Hardcore-Tester sind, wo ein bisschen Sitzfleisch haben? Was meinst du, wie das aber dann das Spiel ist, wird wenn, ja nicht gebaut für die Testphase, wo man durch Bugs ständig so Sachen halt nerven, weil man sie häufiger machen muss wie normal. Nee, das nervt mich jedes Mal, wenn ich irgendwie auf Area 18 bin oder auf Lowell. Die Zufahrerei, die nervt, mich nervt sie grundsätzlich. Vielen gefällt's, weil es halt ein bisschen die Größe darstellt. Ja. Und wichtig ist halt, dass man später nicht so oft hin muss. Also, wenn du da bist, kann es ja länger dauern. Die Frage ist, wie sie das Missionsdesign und alles immer machen, dass du halt höchstens einmal hin musst oder so. Oder nur dann, ich kann du nur. Es wird ja auch nicht der einzige Planet oder die zwei einzigen Planeten sein. Es werden noch mehr dazu kommen. Also wird das Problem irgendwo trotzdem noch bestehen bleiben. Und ich frage mich halt, wenn dann die Züge, wenn keine Züge da sind, dann stört es mich ja nicht. Als Problem sehen, das ist ja Ansichtssache, ob das bei einem Problem ist oder ob das für jemand eher... Ich sehe die Züge nicht als Problem. Ich sehe das unter Umständen auf sie zukommendes Problem, wenn mehr Spieler irgendwann mal Richtung Beta, Richtung Bild, Schlussbild, damit konfrontiert werden und es eben nicht Spieler sind, wo sich dann gewöhnt haben, wo sich damit zurechtfinden, wo die Entschleunigung wollen. Heutzutage ist ja nichts entschleunigt. Heutzutage geht ja alles. Aber die Sache ist ja, du musst später ja nicht auf die Station, auf Lawville. Du kannst auf den Stationen, du kannst im All viel machen. Ja, nicht unbedingt, weil wenn du bestimmte Auftraggeber hast oder Aufträge, wo es dann eben auf Lawville musst, oder sonst was. Ja, dann musst du einmal hin und die anderen Sachen können sie über das Mobiglas regeln, weißt du? Deswegen muss man die Wege nicht ändern, man kann das am Mobiglas und dann wissen die beiden. Schau her, kennst du den Spruch mit das Erfolgreichste wird nicht dadurch erfolgreich, dass es das Beste war, sondern dass es von den Leuten am besten angenommen worden ist. Also irgendeine technische Neuentwicklung. Das muss jetzt das Beste, also das entwicklungstechnisch Beste, dann das Erfolgreichste werden, sondern das, was am Markt am besten angenommen wird.
auch wenn es schlechter ist, ja, kann das erfolgreicher werden. Ja, das ist aber das Argument von vielen, die jetzt nicht mit Sachen, andere finden es gut, andere nicht, das ist, Schmecker sind verschieden. Mir ist es doch egal, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Andere spielen ja auch eine Comet-Simulation. Eine persönliche Meinung. Ja, ja. Und nicht mehr, Jack. Es ist nur eine persönliche Meinung, wo ich da gewisse Gefahren sehe, weil ich vor anderen Spielen aus einfach die Spielerschaft, die Community kenne. Okay. Ja gut, aber das ist ja auch nicht die Star Citizen Community. Ja, das kannst du auch nicht vergleichen. Sicher, nur wenn die Leute immer noch meinen, das macht nichts aus, weil das Wichtigste ist nur die Star Citizen Community. Nein, mit der reinen Star Citizen Community wird sich ein Spiel wie der Star Citizen nicht ewig halten können. Weil sie brauchen mehr. Sie brauchen viel mehr Spieler. Und dann hast du halt auch viele normale Spieler. Die haben ja bei den Dingern auch schon vieles verbessert. Das war ja früher noch länger. Kann bloß sein, dass sie Wege ein bisschen, Fahrzeiten ein bisschen noch verbessern können. Das ist ein Wahnsinn. Moment. Ich habe gerade jetzt die dreckige A-Steuerung bei Mobiglas noch an. Das ist einfach zum Kotzen. Drum. Das ist jetzt nicht von dir gemeint, sondern echt nur dieses. Mit Glas kann ich das beim besten Willen gebrauchen. Beim Ausschalten. Mit Glas. Label. Interaktiv. Ja, machen wir auch aus. Ups, da drauf. Warum ist jetzt offen? Headstreicher gibt's da nicht. Okay, geil. Oh, was? Echt? Spawn? Ich glaube, vielleicht nicht so einen auffälligen Anzug nehmen sollen, oder? 10 seconds remaining. Match over. Match lost. Jo, Quay kommt ja noch rein. Ja, du bist noch gemutet. Nur so kleine Info. Ich esse auch gerade einen Apfel. Hä? Und deswegen bist du gemutet, weil ein Apfel ist, okay? Das muss ja nicht jeder mitbekommen. Achso, ein Apfel. Oh, das hört sich gesund an. Kannst du sowas Gesundes essen? Indem man reinbeißt. Achso. Funktioniert jedes Mal wieder, glaubst du mir. Ich hoffe, dass später Vulkan ein bisschen ein glatteres Gameplay. Das habe ich zumindest mit Mental damals Erfahrung gemacht, wo das Battlefield rauskam. Das war jetzt nicht mehr Frames unbedingt damals, aber es waren stabilere Frameraten meistens. Auch wenn viel los war. Ich weiß nicht, und Vulkan arbeitet ja ähnlich wie Mental. Also bei runden Anfang habe ich eben mal 80 FPS. Okay, ich habe nur 4. Auf einem vollen Server geht's voll runter. Also ich habe nur 36 hier, also packt mein Grafiker nur so. Hält mich aber nicht davon ab, dauernd gegen irgendwelche Sachen zu laufen. Ah. Warst du? Hm? Ich hab dich gerade mit der Scout. Nee. Jetzt wäre ich fast bei Raumstation zusammengestoßen. Das war. Ups. Hab mich doch schon mal scheiß auslich erwischt. Das war jetzt brutal. Der Laser ist immer noch, ist zumindest bei dem Patch immer noch sehr verzogen, irgendwie, wenn du einen Laserpointer hast. Wirkt so, wie wenn er leicht nach rechts zielt. Boah, das Spiel ist so langsam.
fair gegenüber Apex. Aber gut, viele, das ist ja das, was viele mögen dran, dass manche ja, ist sogar noch immer noch zu schnell. Oder meinst du jetzt eher von der Performance? Das ist halt schwer. Nein, aber Gameplay her. Es ist aber ein komischer Mix aus schnell und langsam. Weil du stirbst extrem schnell, die Fights sind extrem kurz und die Bewegung und das Ganze ist extrem langsam. Also oder das passt nicht ganz zusammen, ja. Die Animationen und alles, das ist so. Weiß ich nicht, als wäre ich ein 80-Jähriger, der da herumläuft. Ey, ey. Killed by Earl Grey. Oh. Echt geil. Böser Earl Grey. Böse. Brav Earl Grey. Brav Earl Grey. Kommt immer auf den persönlichen Standpunkt drauf an. Was doch, Check. Und gut, Matthias, dein Happy Happy. Wo sind bitte alle Spieler auf dieser Map? Ich meine, so groß ist der jetzt auch nicht. Ist es eigentlich im neuen Patch auch so, wenn man das Messer zieht, dass man dann plötzlich langsam läuft? Das ist voll blöd. Gerade mit dem Messer brauchst du Beweglichkeit und gerade mit dem Messer hast du nicht. Ist es Slow Motion? Ja. Das ist blöd. Oh! Oh! Okay. Da kam der gerade ganz schön um die Ecke hier. Und ich habe nicht reagieren können. Da! Ah, da ist wer. Fuck. Okay, der ist neben mir gespawnt worden. Deshalb war ich so überrascht. Und jetzt bin ich neben ihm gespawnt. Ja gut. Was ist, dass ich jetzt schon eine Weile kein Gegner mehr. Ich höre nicht mal Schüsse. Ich kann da gleich helfen. Ah! Nein! Scheiße, da ist noch einer. Fuck. Oh, wie viel Leben hast du nach mir noch gehabt? Rot. Ich habe auch sehr daneben geschossen. Ja gut, du hast ja aufs Geländer teilweise geschossen und so. Yep. Mach mal die DP weiter. Auch wenn ich normal ist, dass ich das eher mit Horror spiele. Ja. Ah ja. Ich mache es ja eigentlich sogar eher niedriger, weil beim Streamen meine Bewegungen eh zu schnell sind und dann... Alter Falt. Verzögert es manchmal, ist der schon tot von der Anzeige und dann fällt er erst um. Also. Spiel ist langsam, sag ich ja. Ja, ist auch viel mit wegen Ding. Ah, oh, irgendwas. Oh je! Oh! Was? Check! Streng dich an! Das war gekonntes Danebenschießen. Das muss man auch erstmal können. Gekonnt daneben schießen. Ja, für irgendwas muss der berühmt und berüchtigt sein, oder? Genau. Man, du hast sogar Marker. Ah! Ah, da ist noch einer. Was ist hier los? Okay, also. Ja, ich hab dich hier auf dich geschossen, aber ich hab dich halt nicht getroffen. Wie spawnen die jetzt auch noch alle gleich hin, oder was wird das? Oh, meine Waffe, wo ist meine Waffe? Hä? Ach, jetzt nochmal einer von hinten, was soll denn das? Komisch, ich hab 7-7, ich hab mehr Kills wie der eine und bin fast 500 Punkte hinter dem. Na und? Killer allein zählen, Domin. Ja, ich weiß nicht. Du musst eigentlich vom Ego-Schulerzeug wissen, oder?
Es gibt so einen Teil, wo ich mir die ganze Zeit denke, das ist ein Spieler, weil ist das kein Spieler, sondern so ein Lab-Gerät. So was wie ein Mikroskop und der schaut so aus wie ein Typ. Langsam brauche ich mehr Arm. Ja, jetzt. Was denn? Oh, das gibt's doch nicht. Die Leute machen mir immer Headshots. Spawning. Für das, dass man einen Helm aushabt, stirbt man manchmal ziemlich schnell, wenn man getroffen wird, ne? Irgendwo geht da wer. Irgendwie läuft's bei mir gerade nicht gut. Ich. Letzter, vorletzter. Ah, ich habe einen Check gesehen. Halt, okay. Ah, schieß doch endlich. Boah, meine Waffe hat auch nicht gleich geschossen, so eine Kacke. Manchmal so verzögert, manchmal wollen die Waffen nicht irgendwie. Gerade wenn man Waffenswitch ist, weiß man nicht. Wenn du wechselst oder nachlädst, dann hast du so eine zusätzliche halbe Sekunde, Sekunde, wo gar nichts geht. Ja. Das ist so, das sind so Sachen, die hasse ich. Deswegen bin ich gerade auch geprägt. Das war es gerade irgendwie. Oh, meine Waffe schießt weiter, ob ich aufhöre. Oh. Oh, komm. Hat doch auf den Kopf gezielt. So ähnlich zumindest. Ja. Ach komm, ich war hier vor dem Geländer und dachte, ich wollte erst zurück und dann musste ich am Geländer vorbei. Respawning. So was. Nee, so nach einer Runde, dann müsste hoffentlich mein PDO-Account endlich gerettet sein. Boah, ich muss wieder nachladen. Also Ammo holen. Ich hab schon aber ganz schön lang gerade. Ja, läuft krass, würde ich sagen. Bei mir läuft es nicht so gut. Boah, die ist besser. Das sind die FPS, die ich brauche. Match over. Hm? Match lost. Das sind die zusätzlichen FPS, die ich habe. Was für eine Karte hattest du nochmal drin? Du hast die 6.8er, gell? Oder? Ja, die XT, ja. Meinst du, die macht so viel aus? Weil meine Grafikkarte ist hier bei 95% sogar, meine Vega 64. Also. Die ist eigentlich schon an der Obergrenze. Also ich glaube, da merkst du Schaden. Ja. Und teilweise auch in PU, aber in PU ist es hauptsächlich CPU-bound. Vor allem dann, wenn es runtergeht. Das heißt, da, wo du viele FPS in PU hast, habe ich mehr FPS. Aber wo du wenig hast, habe ich auch wenig. Also, aber nicht ganz so wenig. Ich glaube, du hast schon immer ein paar mehr. 10 ja, Frames mehr oder so. Kommt immer drauf an, aber ein paar vielleicht, ja. Darkwolf 49 ist Darkwolf 49, okay? Den wir sehen werden, der sich gleich nennt hier. Aber ich habe jetzt Searching for Match und geht nicht weiter. Es ist aber noch Bandwidth.
in da, also vielleicht passiert noch was. Hallo, Test, Test, jetzt. Hört ihr mich? Ja. Okay, mein Sound war nämlich ausgefallen. Irgendwie schießt manchmal Star Citizen, wenn ich es beende oder so, meinen Sound ab. Und dann muss ich irgendwie das Spiel nochmal starten. Dann kann es sein, dass es manchmal wieder geht. Ja, komisch. Wie wenn das irgendwie hängen bleibt. Kennst du da irgendeine Einstellung? Oder wenn man da gibt es auch irgendwie, dass man den Sound nicht für ein Ding macht? Also, dass ein Programm das irgendwie nicht als. Dass es das nicht reservieren kann. Da gibt es irgendwas. Ja. Ich habe es noch nie angeklickt, glaube ich. Ich hatte das, glaube ich, auch mal eingestellt, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. So, jetzt sind wir mal hier im. PTU. Habe ich auch mal ins PTU in Star Wars, wenn ich will wissen, ob da irgendwie Performance-Unterschiede sind. Kann ja sein. Ich schau kurz rein, ja. Ja, wir sind weniger, aber wir waren jetzt vorher auch nicht voller Server. Wenn es überhaupt läuft. Wenn die überhaupt freigeschalten haben, dass man anmachen kann. Scheint nämlich gar nicht zu gehen, ich komme gar nicht rein. Searching for Match. Also bei mir ist beides angehakt in den Sound Settings. Ja, wo waren die Einstellungen dafür nochmal? Ja. Warte mal. Ich habe irgendwo mal gehört, aber. Oder mal gemacht, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo das. Rechtsklick auf Lautstärke-Symbol in der Taskleiste. Dann steht da sowas wie Open Sound Settings ganz oben. Soundeinstellungen offen, okay. Ja. Ziemlich weit hinunter scrollen. Warte mal, Related Settings, Sound Control Panel. Warte mal. Also ich bin jetzt hier und dann Autogerät verwalten. Ne, was war das? Erweiterte Soundoptionen oder was? Erweiterte Soundoptionen ein bisschen weiter unten. Genau, App- und Lautstärkegeräteeinstellung, das hier meinst. Und nein. Dann. Nein, das, du musst in das alte Menü hinein. Muss ich Geräte und Drucker meinst du das hier oder welches? Ich habe ein englisches Windows wie jeder in der IT. Ja, ich habe. Ich keine Ahnung, wie es bei dir heißt. Ich bin nicht in der IT. Also wenn ich das hier öffne, wo ich in der. Ja. Warte mal. Jetzt bin ich in dem kleinen Fenster, dem alten eigentlich so. Also sieht man es im Stream, weil ich glaube, das ist weiß. Man sieht es ziemlich weiß im Stream. Es ist echt schwer zu sehen, was ein. Wo Text, also so heller Text oder so. Aber ich glaube, das ist richtig, ja. Rechtsklick auf den jeweiligen, auf das Device drauf. Eigenschaften. Rechtsklick, ja genau. Also auf Lautsprecher zum Beispiel, welchen auch immer du da verwendest. Ich habe ja, den obersten. Ja, genau, nee, ich habe ja hier so. Mein. Okay, und dann. Erweitert. Eigenschaften, Pegel, erweitert, glaube ich. Ne? Haben alleinige Kontrolle über das Gerät. Nee, oder? Nicht exklusive Modus. Ausschalten. Ich habe beides angehakt, aber genau, ich habe es noch nie angegriffen. Ich probiere es mal, wenn ich auswähle, weil da steht Anwendung, habe alleinige Kontrolle über das Gerät. Das vielleicht nicht. Vielleicht habe ich deswegen den Fehler. Ja, stimmt das eigentlich überhaupt eine Zuweisung? Weil du hast, glaube ich, ein Device als Standard-Lautsprecher und ein Device als Kommunikationsding. Sind das wirklich zwei unterschiedliche oder ist das dran versehen? Nee, eigentlich nicht, weil irgendwie das neue, jetzt habe ich es als Standard, könnte natürlich auch das als Problem gewesen sein. Das kann gut sein, weil eben, wie gesagt, ich meine, es kommt auf das Setup an, ja.
kann auch Sinn machen in gewisser Weise. Aber normalerweise glaube ich, soll beim Headset beides Headset sein, außer du willst hin und wieder Standard-Sound vom Lautsprecher oder was auch immer das andere ist. Hat es jetzt bei dir eine, probierst du mal erst da irgendwie ein Ding zu starten, weil bei mir startet sich dann nicht. Kann sein, dass es deaktiviert haben. Frischen. War nicht hier oben nochmal der auswählen, welches Band? Doch, jetzt habe ich. Searching for me. Wie weit ist denn YouTube hinterher gerade bei mir? Ich glaube, da laufen keine Star Marine Server. Ja, das kann sein. Da ist nicht aktiviert. Ja gut, dann müssen wir wohl ins Verse. Aber seht, bei mir hat jetzt wohl das Reset funktioniert. Aber irgendwie, warum braucht es Reset länger wie das Account kopieren? Kann das sein, kopieren geht schneller wie es Resetten. Ja gut, ich glaube beim Resetten wahrscheinlich noch mehr Sachen gange. Beim Kopieren schreibt das einfach drüber, oder? Ohne. Das komplette Resetten ist doch das Zurücksetzen des Accounts auf das, was du hast, eigentlich. Laut deinem Ding, aber das hast du im P2 wahrscheinlich nicht gemacht. Doch, ich habe gerade im P2 habe ich es resettet. Ich habe es nicht kopiert. Ah, also den richtigen Character Reset. Genau. Ja, okay. Ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist, weil das eine ist, das immer weiter kopieren deiner bestehenden Sachen aus dem P2. Mhm. Also aus der vorigen Version zum Beispiel. Und das andere ist wirklich auf Basis deines Accounts neu generieren. Und vor allem zurücksetzen. Ja stimmt, da müssen ja auch die Sachen von der Datenbank, die Sachen, die du gekauft hast, sind ja auch nicht weg. Genau, ja. Und beim Kopieren schreibst du einfach, überschreibst du im Grunde die kompletten Daten ohne Rücksicht. Wusste, dass das, okay, macht Sinn, dass es dann natürlich schneller geht. Schade, ich hätte jetzt gern Ding verglichen, wie es aussieht mit den Frameraten im Star Marine bei den Patches. Was meinst du, wann testen sie das erste Mal Vulkan mit Evocati oder so? Wann probieren sie das mal? Mitte des Jahres. Meinst du, das ist das Jahr noch? Okay. Ja. Müsste mir eigentlich mit meiner Karte schon ein bisschen was bringen, oder? Auch dir, aber ich glaube, bei mir müsste das auch was bringen. Doch. Das sollte allen Menschen etwas bringen. So geht es. Ist es eigentlich noch so, dass so DirectX, so der Vulkan, ist da AMD noch besser oder ist das egal, Nvidia oder AMD gerade? Generell bei neuen Spielen ist AMD tendenziell besser als Nvidia. Echt? Ich dachte eher andersrum, dass bei neuen Spielen. Nvidia hat extrem starke Grafikkarten, aber der Treiber. Warte, was war da letztens? AMD hat diesen Scheduler für die GPU-Task in Hardware gemacht und Nvidia in Software. Dadurch hat Nvidia bei DX11 extrem viel Performance rausholen können bei älteren Spielen. Ja. Aber bei neueren Spielen zieht dann teilweise wieder AMD verhältnismäßig mehr davon. Könnte auch daher kommen, dass die Konsolen viele AMD drin haben. Das kommt ich glaube, Nvidia hat sich sehr orientiert daran, wie scheiße die DX11-Spiele lange Zeit waren und hat halt versucht, das Beste rauszuholen. Und irgendwann holen halt dann die Spiele auch wieder auf und gehen technisch weiter, weil ich meine, AMD war immer ein bisschen ein Krampf im Vergleich zu Nvidia.
bei vielen so nicht so toll optimierten Spielen. Obwohl, manchmal war dann Nvidia doch oft besser, oder? Wie AMD. Irgendwie habe ich immer das so das Gefühl gehabt. Weil sie mehr Power haben. Ja, ja, es stimmt. AMD kam immer erst später mit den Treiber-Updates, ne? Oh ja, die letzte Generation vor allem, die haben ja im High-Segment, also im ersten Segment, überhaupt keine Grafikkarten gehabt. Merkst halt hier. Aber das ist genauso wie mit den Prozessoren, AMD und Intel. Jetzt wird Intel ein bisschen das Nachsehen haben von AMD-Prozessoren, von Ryzen-Prozessoren, weil die haben manche wirkliche massive Vorteile. Aber es ist lustig, wenn du preis-leistungsmäßig ein günstiges Spielesystem willst, musst du jetzt eigentlich zu Intel greifen. Echt, sind die gerade günstiger im Fall? Ja, du kaufst eine Art 10850 wie der Googie oder so und da kommst du performancemäßig auch nicht dran mit was und preismäßig nicht dran im Moment. Das heißt, es hat sich voll gedreht. Vor ein paar Jahren war AMD der günstigere und ja, nicht Top-End, aber halt knapp darunter und jetzt ist Intel günstiger und ein bisschen okay. Hinten nach halt. Bin ich recht witzig irgendwie. Könnte sein, weil natürlich auch AMD vieles für die Kontrollen arbeitet und dadurch die Chipmangel bei denen fast noch extremer ist wie bei Intel? Nee, du musst immer die komplette Kombination sehen. Das ist natürlich aus vielen, vielen Sachen raus. Betriffs Spieler, betriffs Konsolen, betriffs sonst was? In Anführungszeichen, die Trägheit von Intel, weil sie sich das Geschäft sicher waren. Da haben wir AMD ja nur noch geduldet sozusagen, dass sie keine Probleme mit irgendwelchen Monopolstellungen oder so gehabt haben. Was? Die sind faul geworden ein bisschen. Die haben halt immer ein wenig nachgezogen. Genau wie jetzt Nvidia immer ein wenig draufgedrückt hat, immer ein wenig erhöht hat. Jetzt kommt plötzlich AMD umdenken mit den Ryzen seit ein paar Jahren. Schau, hat Intel Probleme. Mit den neuen Grafikkarten, die sind wirklich gut und bieten 16 GB RAM, was die Leute wollen. Das hat Intel quasi ignoriert. Die sind auf 8 GB, 10 GB bei der 3080 geblieben. Und nicht wirklich höher gegangen. Der Markt will es aber. Und da zeigt sich einfach, das, was der Markt will, siegt. Und nicht das, was die bessere Technik unter Umständen ist. Da kann man sich wirklich verkalkulieren. Und ja, ich glaube, Intel, also erstens haben sie ja ewig lang die Consumer-Plattform klein gehalten. Mit bis zu 4 Kernen und fertig. Dann kommt AMD um die Ecke und auf einmal gehen auch 6 Kerne und dann auf einmal 8 Kerne ein Jahr später. Ja, und dann ist Intel gekommen. Aber wo sie wirklich einfach abgehängt worden sind, ist beim Fertigungsprozess. Ich meine, sie haben sich einfach nicht erwartet, dass sie 10 Nanometer nicht zum Laufen kriegen für High-Power-Prozessoren. Für Low-Power haben sie es eh hinbekommen. Die Notebook-Chips sind ja verdammt gut. Und da hieß ja dann auch Ruhe, als die Notebook-Chips rauskamen und dass dann die Single-Core-Performance der 10 Nanometer Notebook-Chips rauskamen oder halt gebencht wurde und so weiter. Da hieß gleich, AMD ist tot oder was auch immer. Ja, und Intel kommt jetzt mit 10 Nanometer halt und macht alles platt. Sie haben so 14 Nanometer gebackportet und dann funktioniert das halt auch nicht ganz so gut. Dann muss ich mir gerade Magazine neu kaufen. Nach dem Reset ist das nur noch. Das ist das Einzige, was weggeht, glaube ich, inzwischen, oder? Was habt ihr für Erfahrungen? Magazine, ja. Magazine sind weg. Was dann noch? Gelegentlich hört man vor, dass auch immer Waffen weg ist oder irgendwas anderes oder dass Schiffswaffen weg ist. Das hört man mal ab und zu oder in einer Komponente. Aber unterschiedlich. Aber Magazine sind eigentlich bei jedem immer weg. Ja. Jetzt ich habe normal nur die von den Waffen, die ich habe und nicht die, die ich extra gekauft habe. Ja, die, wo ich extra habe, waren jetzt auch weg. Also klar, ein Magazin ist drin, Grundausstattung.
Aber die anderen muss ich gerade alle nachkaufen. Und vor war ja das, wo in Arkop, glaube ich, deswegen habe ich jetzt Arkop ausgewählt, der Händler für Fischgegenstände. Ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher, wo der ist. Selber gerade nochmal gucken, ob überhaupt einer da ist. Also hier auf jeden Fall ein FPS für FPS-Klamotten war auf jeden Fall, da bin ich ja gleich hier drin. Ja, es gibt den doch, Chiefs Trader eben dem. Ach, in dem Hochhaus drin, in so einem Haus drin, ne? Ja, genau. Wo die Kugel ist in so einem Hochhaus. Okay, also ich verabschiede mich dann für heute. Ich wünsche schön, dass du dabei warst. Schöne Nacht und eine schöne Arbeit. Ja, Gott sei Dank die letzte Nacht. Okay, also. Ciao dann. Aber bis jetzt, wer hat mir jetzt geholfen? Da war das Guginger, ne? Ne, doch. Ja, doch. Nicht, dass ich es jetzt wechsle. Oder dann geholfen hat mit meinem Mainboard, weil ich immer die Probleme hatte. Heute bisher habe ich es nicht gehabt, seit es drin ist. Seit was drin ist? Seit ich den Slow-Modus angeschalten habe. Vom Board. Also den Kippschalter rumgeschaltet habe. Was für ein Slow-Modus? Das Crossfire 6 hat so einen Slow-Modus, dass er der fängt wohl irgendwie Blitzen ab. So ganz verstanden, hundertprozentig verstanden habe ich den Modus nicht, aber der soll wohl so obere Spitzen, Spannungsspitzen oder was weiß ich abfangen. Großartig verlangsamen tut das System nicht. Ich glaube gerade fürs Overclocken sogar gut, weil er dann nicht so Peaks hat, glaube ich. Sowas fängt es glaube ich ab, wenn ich es richtig verstehe. Und das hilft hier wohl, weil wieso gibt es so ein Setting überhaupt? Klingt seltsam. Welche Munition brauche ich jetzt? 71? FS9 habe ich. Oder habe ich 71 Magazin? Ach, die habe ich jetzt noch nicht gekauft. Hey Aragorn! Deswegen finde ich sie auch nicht. Wenn ich sie nicht gekauft habe, kann ich sie nicht finden, ne? So, wer hat vorher gefragt, wo man Schiffswaffen kaufen kann? Dann kurz noch Geduld, ich gehe da gleich hin. Ich glaube jetzt auch ungefähr so wissen, wo das. Ja, irgendwie ist wohl mein Board nur. Ich hab nochmal gesucht, wo das steht, am Bordbeschreibung, aber mein Board ist wohl nur für 95 Watt ausgelegt für Prozessoren und der 3900X macht, glaube ich, 105. Also ist immer leicht drüber und deswegen hält er vielleicht obere Peaks nicht immer aus. Ja, also so habe ich es jetzt verstanden von ihm, dass das wahrscheinlich das Problem war. Weil es war ja schon immer so sehr. Hat sich immer so nach Netzteil angefühlt oder so, vom Fehler, was ich hatte. Bist du überhaupt da? Oder? Slow, ja, ich lese gerade im Manual nach. Slow Mode Switch is employed during LN2 benching. The system may crash due to the CPU being unstable when using extreme overclocking, bla bla bla. And will decrease the processor frequency and stabilize the system. Ah, okay. Mit dem läuft es eigentlich, also. Aber wo liest man beim Board, wenn man es kauft? Wenn man jetzt ein neues Board kauft, wo sieht man, was man, wie viel Leistung auf dem der Slot packt? Also, oder muss man das immer ausrechnen? Welcher Slot? Also, jetzt, laut seiner Aussage stand irgendwo, dass der mein Prozessor 95 braucht. Und dafür ist, glaube ich, der 370er ausgelegt irgendwie, oder der AM4. Das ist TDP, also das, was TDP, diese 95 ja. Watt sind, das hat nichts damit zu tun, was ein Prozessor wirklich an Leistung frisst.
Also, ja, die, das die ist Peaks, es geht um die Peaks. Ja, ja. Eh, aber das kommt eher darauf an, wie du, was du einstellst, im Sinne von, ob du sowas wie PBO laufen hast oder wie du PBO einstellst oder was das Mainboard glaubt, was gute Einstellungen für deine CPU sind an Spannung. Und wie viel Amperes du hast oder was das für Power Limits hat. Und Asus ist da oft recht freizügig und gibt extrem viel Volt zum Beispiel, also bei meinem Board. Und das kommt halt immer ein bisschen drauf an. Also Stock wären die ganzen CPUs, das was man unter Stock verstehen könnte, heutzutage sowieso nicht streamen. Es wird halt, also mit diesen 95 Watt oder was auch immer sie vermarktet werden. Da gehen immer 150 durch oder unter AVX-Last wahrscheinlich teilweise 200. Ja gut, das ist dadurch hochgerät, das ist weiß nicht. Aber die Standardangabe war, glaube ich, 95 und bei 3.9 war 105 und dadurch, dass Peaks dann nochmal höher sind, um mindestens den Faktor, wenn man dann bei 150 Watt ist oder so, kurz mal. Ja, aber die Peaks sind höher, weil der BIOS das so ansteuert. Ja, weil, also, ja, weil der 3.9er auch mehr braucht, glaube ich. Der 3.9er braucht ja mehr wie der 1.7er damals, wo ich drin hatte auf dem Board. Ein bisschen, ja, aber du hast ein ziemliches High-End-Board gekauft. Also, wenn man für irgendwas ein High-End-Board kauft und dafür, dass es eine Spannungsversorgung hat, die gut ist. Also, keine Ahnung. Ja, dann also, ist wenn ja ich schade, ein High-End-Board dass es nicht funktioniert kaufe, dann bekomme also, ich eine Spannungsversorgung, die unterdurchschnittlich ist und die nächste CPU-Generation nicht packt, dann. Ja, gut, es sind ja zwei Generationen sogar. Ja. Und ein dickerer. Wesentlich dickerer wie vorher. Also so war ein bisschen die Erklärung von. Also jetzt nochmal kurz Erklärung, Center Mass. Ja, wie hoch taktet der in Slow Motion, ja? Also in Slow Mode. Also ich habe nicht das Gefühl, also dass jetzt viel weniger hochtaktet. Okay. Weiß nicht, ich kann ja mal gucken. Vor allem sieht man, ich habe jetzt hatte AMD Master Musik, kann ich wieder draufhauen. Das hatte ich runtergegeben, weil jemand gemeint hat, dass es vielleicht auch Fehler produziert. Ja, einfach Hardware-Info mal nebenbei aufmachen und schauen, ob da ungefähr die gleiche oder wie viel im Takt jetzt anliegt im Vergleich zu vorher. Schon interessant. Ja, das habe ich. Weil der Slow-Mode, soweit ich ihn verstehe, ist ja dafür gedacht, dass die Leute, die LN2 übertakten und halt Taktraten fahren, die sie tatsächlich nicht lange stabil halten können, dann auf den Slow-Mode switchen, um dann die Results hochzuladen. Aber wenn taktmäßig nicht viel Unterschied ist, dann spielt das erst vielleicht eine Rolle bei sehr hohen Taktraten quasi und dann geht es auf Default runter. Ja, ich glaube eher dann die Spitzen, weil bei Schwankungen, ich hätte ja Problem bei Schwankungen, weißt du, wenn es hohe Schwankungen in der Ding ist, also Spitzen, dass es so extreme Spitzen abfängt, das ist, glaube ich, das Ding, was das macht. Das heißt nicht unbedingt, dass glaub, ein Prozessor jetzt nicht so hochtakten kann, zumindest. Sondern dass er halt nicht so schnell und so plötzlich so Schwankungen hat. Das ist, glaube ich, ja das, was am meisten Peak erzeugt, die Schwankungen von Megahertz-Zahlen und so Zeug auch. Also wenn er schnell hoch und runter taktet und so Zeug. Oder sehe ich das falsch? Also ich bin jetzt gerade bei 4,192. Ich glaube, das ist sogar normal so gewesen. Ich glaube, du hattest ähnliche Werte früher, ja? Ja, ja, vor allem ist es ja eh schwer zu sagen bei AMD, weil der eh, je nachdem, wie es gerade ist, mal höher taktet, mal weniger. Also, ich glaube, ich habe jetzt im Slow-Modus auch schon mal einen gesehen, der auf 4,4 war, ein Kern. Kurz mal, wo ich es angeschaltet hatte. Okay. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt weniger. Auf jeden Fall scheint mein System. Aber ist cool. Also wenn es jetzt stabiler ist, ist es sehr stabiler laufen. Ich habe auch gestern das Gefühl, dass es Performance jetzt nicht mehr Frames war, aber irgendwie stabiler war. Aber es kann auch nur gefühlt sein oder Einbildung. Ja, also wenn es mal Probleme gemacht hat, dann macht das schon Sinn, ja. Klar. Also wenn es jetzt läuft und ich jetzt nicht großartig Leistung merke, dass es runter, dann ist Erfolg. Oh, der Reaper ist immer noch durchsichtig. Siehst du das? Der Reaper-Torpedo. Pathfinder, was ist denn das für eine Rakete? Komisch aus. Oh Gott.
Ja, also, deshalb kaufe ich normalerweise keine High-End-Boards. Die haben lauter Features, die das Leben nur schwerer machen. Okay, weil wenn du sie nicht anhast, dann Probleme gibt, ne? Oder wie? Naja, normale Boards haben diesen Switch gar nicht. Hm. Ja, dann wahrscheinlich läuft das ohne so wie ein normales Board und wenn man aus hat. Könnte sein, ja. Das ist immer so die Frage, eben, was Asus mit BIOS macht, ja. Also wie sie es konfigurieren und wie sie die Energieverwaltung einfach definieren. Und da tricksen immer die Hersteller ein bisschen. Da ist einmal ein Hersteller, um im Mainboard bessere Performance zu haben, um quasi noch 1% rauszukitzeln, um im Benchmark vor anderen Herstellern zu sein, wird halt dann den CPUs ein höheres Limit erlaubt, zum Beispiel. Das ist ein Mainboard, ist ja nicht schneller, nur weil Asus oder MSI draufsteht. Muss irgendeinen Grund geben und meistens ist es halt eine recht kreative Auslegung der Power Limits, die das BIOS hat. Und da reizen es halt teilweise recht viele aus. Jetzt mal kurz zu Star Citizen, hier bin ich gerade im Center Mass. Irgendwie hätten sie, glaube ich, die Waffen um 180 Grad gedreht. Die liegen irgendwie alle auf dem Kopf hier. Und die sind eigentlich nicht so gut. Ich glaube, die sollen eigentlich auf dem Ständer stehen, also hier drauf. Hat jemand vielleicht irgendwie angeschubst? Ja, aber die alle, also irgendjemand hatte da wohl ein Vorzeichendreher drin, zur Positionierung von den Dingern. Die Rattler werden immer noch mit 2 Millionen. Nee, waren die nicht mal andersrum? Weil mir kam es mal vor, wie wenn die hier höher wäre. Also, ich weiß nicht, ob sie so oder so waren. Also falsch ist auf jeden Fall, weil die Waffe hier, die klippt durch ein Ding durch. Das heißt, ich glaube nicht. Ich glaube auch die eine, die so durchklippt, die war nicht so. Ja, ich glaube, die war nicht so. Da kann es sein, dass die Waffen spawnen nicht gleichzeitig mit dem... mit dem Gebäude und dann poppt es drauf und dann bleibt irgendwie liegen. Ja, genau wie die hier, die ist im Boden sogar. War nicht immer so. Also zumindest nicht so tief. Kann sein, dass sie schon immer auf dem Rücken lagen, aber teilweise zu tief. Obwohl ich es cooler fände, wenn sie andersrum sind, weil es gibt ja auch Schiffe, die sie oben haben. Die Conny zum Beispiel hat ja die Waffe oben. Also, die Vanguard hat sie unten, ja, aber die. Welche hat noch eine Waffe oben eher? Welche geht noch oben? Conny weiß ich auf jeden Fall. Cutlass hat zwei oben. Cutlass hat zwei oben, ja, genau. Oh, und die. Ich glaube, die sind aber mehr seitlich, oder? Bei der Panier die oberen. Hat die Aero auch nach oben gezeigt? Das kann sein. Ich kann ja eigentlich gucken. Ich habe ja eigentlich die Dinger gerade drin. Ja, stimmt. Die Aero, die zwei oberen, ja, die unteren sind andersrum. Ja, die Hornet natürlich, die hat oben das dann im Weg. Obere Waffe hier. Dann will ich halt noch nach oben gerichtete. Seitlich. Gladiatus, die ist eigentlich weniger rumfliegen. Eigentlich gar nicht so ein schlechtes Schiff ist, oder? Ja, hier die. Ja, extrem weniger, aber. Die Torpedos sind ja, weiß nicht, wie gut sind die eigentlich im Moment. Weiß ich nicht. Doch, Size 5, oder? Ja, Size 5, ja. Hier, die Hawk hat's auch. Ich glaube, die Bomber spielen wollen, haben dann eher auf die Eclipse. Die 2, ja, Eclipse halt geupdatet. Oder in die Harbinger, weil die dann ein bisschen vielseitiger ist, glaube ich. Ja, genau.
Obwohl der schon ziemlich viele Raketen hatte, wenn man die Gladiator, die hat ja einige Raketen auch noch sonst an Bord, die hat ja da unten. Die hat ja, glaube ich, 4 Size 5 sogar. Die hat ja eine mehr sogar wie die Vanguard Harbinger. Und noch hat fast so viel Raketen, sonstige, glaube ich, oder gleich viel. Oder ähnlich zumindest. Also, jetzt kann ich mal gucken, ob jetzt hier die Quests gehen, weil vorher, wo ich drauf war, haben die Quests nicht angenommen, also hat nicht funktioniert. Okay. Ah, was ich noch gucken kann. Mein Ruf. Doch, Bounty Hunter Guild habe ich noch. Mein Ruf hat es nur behalten, definitiv. Ja, habe ich noch. Sehr schön. War das jetzt ein 4.3.13, ja, der Ruf? Das ist schon so lange her, ne? Okay, ich komme echt schon manchmal durcheinander, was jetzt von welchem Patch irgendwie die Sachen sind. Ja, Reputation UI, genau. Ja, das UI, ich meine, die Reputation hatten wir schon ewig, aber nur halt keine UI dafür. Aber bei HW Info sagt er effektiv Glock. Achso, macht er den Durchschnitt auch, wie was für ein Glock der hat? Weil ich habe sonst immer ein anderes Tool laufen. HW Info habe ich selten an. Aber ist der effektive Glock der Durchschnittswert? Ich weiß nicht über welche Zeit, aber ja. Okay. Also ich habe gerade welche, die bei 4,19, 4,21 takten gerade welche. Und das ist, glaube ich, von 3.9er gar nicht schlecht, wenn das so ist, häufiger ist. Ja, ist ja scheiße, wenn die Quests nicht funktionieren. Kannst du ja auch mal ins Game einmal und gucken, ob bei dir die Quests in Accepted reingehen. Nein, Apex gibt keine Quests. Ist schon Apex drin? Ja. Weil wenn hier jetzt nicht geht, würde ich, glaube ich, kurz Pause und noch ein, zwei Runden mit der Apex zocken, glaube ich. Hätte ich jetzt Bock. Könntest du natürlich auch im Stream machen. Ich mache es mal im Stream, genau. Ein, zwei Runden mit der Apex. Mal gucken, wie es im Stream läuft. Bloß umschalten geschwind. Da würdest du dich anschließen sogar. Ich kann höchstens eine Runde oder zwei. So. Ich muss alles richtig umbenennen, sonst passt nicht. User joined your channel. Servus. Du musst gucken, dass auch überall Apex steht. Da steht nämlich nichts, hat nicht geändert. Da, ja, MP. So, da la. Mal gucken, wie es läuft, wenn ich
Für Apex. Wie heißt denn hier dort? Jack T. Liberty heiße ich da. Genauso wie hier. Bist du gerade noch in der Runde drin oder kommen wir gleich? Ich bin im Hauptmenü. Okay, sehr gut, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich auch nicht. Freundschaftsanfrage gesendet. In Origin oder Voice gesendet? Ja. Meine Spielaufnahme noch ändern, dann. Akzeptieren. Ich hoffe, das war Y. Habe ich dich jetzt drin? Aragorn ja. Und Alcray. Mache ich die Foto mal aus. Okay, also hä? Habt ihr die Einladung gekriegt? Hab's angenommen doch schon, eigentlich. Aber noch nicht in der Lobby, dort bei mir. Genauso verpackt wie Star Citizen. Oder ladet mich mal ein, Lobby. Okay, noch da? Ja, ich bin drin. Also, warte mal, sag, wenn du mich eingeladen hast. Ich, was? Ja, du hast mich eingeladen und ich bin schon in deiner Party. Ihr werdet mir aber nicht angezeigt. Dass... Ah, du bist drin, okay. Wunderbar. Ich habe nochmal Aragorn eingeladen. Hat zum dritten Mal angenommen. Dann braucht es vielleicht nur lang. Irgendwie hat er bei mir jetzt Ding nicht. Leider ein bisschen umdrehen hier. Ja, okay. Ihr seid drin, wunderbar. Gleich am besten. Ach, ihr stimmt mit. Aragorn können wir nicht Ding spielen. Er braucht noch. Ein Level brauchst du noch. Au. Aragorn? Bis was? Dass man ranked spielen kann. Ah, okay. Ich habe das bisher noch mal 3 Runden mit 2 Arbeitskollegen gespielt. Achso, lädt schon. Lädt schon. Die habe ich auch lang gespielt, die Bangalore. Achso, jetzt hast du einen anderen oder was? Oh, keine Ahnung. Mal gucken, ob wir 2 Runden schaffen oder nur 1,5. Hier sind die Champions des letzten Matches. Habe ich dich jetzt wieder so auf Apex gebracht, Earl Grey, oder wie? Ja.
Okay. Wichtig, damit wird er ein bisschen angefixt. Freut mich, ich will dich ja nicht zwingen, wenn ich das ab und zu so zock, wenn ich jetzt auf Stream bin. Schrei, es dürfen dich ruhig alle hören. Es geht los, bereit machen. Da drüben ist ein Versorgungsschiff. Weil ich ja dann nachträglich im Stream gucken, wie es läuft. Ja, entweder ein, zwei schnelle Runden und eine lange. Feuer und Flatline. Okay, ja, dann selber. So kann es weitergehen. Erster Treffer. Tja, konnte es wohl jemand nicht erwarten. Warte mal, ich lasse eine Spitfire liegen und okay, nehme die dafür. Runde 1. Starte Ring-Countdown. Besser für dich, oder? Boah, das sind nur Scheiß-Loot im Moment. Ja, wieso? Ich habe gute Waffen. Ich habe bloß Waffen habe ich gute gekriegt. Ja. Aber ich habe kein Schild oder sowas. Ja, das weiß ich halt. Aber... Ja, ich habe überhaupt kein Schild. Oder liegt noch irgendwo eins rum? Ich glaube nicht. Ja. Hat irgendjemand schwere Munition gesehen? Ich habe ein bisschen was. Wie viel hast du? Brauchst du ein bisschen was? Ich habe 95, habe ich. Wir sollten dann mal abspringen. Okay. Jetzt. Oh, ich bin runter. Oh ne, da. Runter, runter, Aragorn. Ach, da war. Du brauchst Schwere, ne? Aragorn. Ja. Ah. Ganz so viel kann ich mir da geben, ich brauch's nämlich selber. Da beim Valkyrie ist auch noch was. Hier ist schwere Munition. Ein bisschen was. Hier ist auch eine Volt. Fällt gerade auf, ich habe ja immer noch kein Schild. Oh, nur Kreuz. Wie gut ist denn diese Eve? Ist das so eine, ach, das ist eine Schrotflinte? Naja. Das ist ein Shotgun, ja. Weißt du, wer nichts kann, nimmt Shotgun? Oder wie war das? Wobei ich finde, echt Shotgun musst du sich so einspielen in dem Spiel. Die ist so nicht so trivial irgendwie, finde ich. Devotion wäre hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Gameplay gerade im Stream. Auch oh, Schildzellen habe ich noch gar keine. Wer geht denn für mich nachher arbeiten? Gerne arbeiten. Zufällig. Eine halbe Minute, Ring ist nah. Ich habe jetzt meinen Stream nur auf 30 FPS, das ist natürlich bei Apex wäre natürlich mehr. Weißt du, hier habe ich echt 100 Frames fast. War ich ja irgendwo Schüsse? Links von mir waren die. Ja, du bist aber noch weit weg von uns, okay. Ja. Ich hab jetzt gar nichts gehört. Dann hättest du wieder besser einstellen. Ich hab Neuigkeiten zum Ring. Wir sind nicht drin. Matthias geht nicht für mich arbeiten, wie? Du nicht? Ich hab ja ein Evo-Schild. Stufe 2. Boah, bei mir scheinbar. Oh, Gegner. Ah, ich bin down, scheiße. Der hat mich schon so rübergekippt. Der war hier. Bei mir unten, da will mich. Ja, kaputt machen. Okay.
Ah, wollte den Heal noch haben. Wolltest den Heal noch haben? Ach, ich muss den Soundeffekt leiser machen. Ich hab nur Schaden gemacht. Yippie, sehr gut. Was ist das eigentlich für ein Spielmodus im Moment? Keine Ahnung. Kennst du mal? Nein, Wargames Takeover Trio. Das ist irgendein Special. Letztens gab es so ein. Dass die Schilder Second aufladen. Chance-Style. Ah, ja. Also im letzten war, dass die Schilder aufladen, aber das. Und davor war so eine Second Chance. Da kannst du einmal sterben und dann spawnst du gleich nochmal so runterfliegenderweise. Okay. Und dann bist du wirklich tot. Argon, annehmen? Ja. Ja, Sekunde, ich hab die Sound ein bisschen leiser drehen müssen. Ja, ich muss gerade ein bisschen hetzen, weil ich will noch unten schaffen. Ungewohnt schlechte Streamqualität. Wieso schlechte Streamqualität? Sehe ich jetzt nicht ein, ich müsste gleich weh. Das kann natürlich auch in Apex ein bisschen liegen, weil es schneller ist. Aber ich habe es gerade am Handy an, eigentlich. Los. Einfach mal hochstellen, Totti. Also ich habe es jetzt leider nur am Handy an. Das sieht eigentlich okay aus. Ich muss hochstellen, die Auflösung. Handmännisch. Muss ich mir auf jeden Fall nachträglich angucken, weil das Spiel streame ich selten. Deswegen sind meine Einstellungen eher auf Star Citizen ausgelegt. Und Apex ist halt auch frameratenmäßig anders. Ja, wenn ich Jump mache, kann ich nicht im Stream zuschauen. Stimmt allerdings. Absprung, festhalten. Es gibt mehr Gefahren, so gleichzeitig jede Umgebung von anderen Krisen. Achso, kann es sein, dass da. Eine Flashpoint. Okay, erster Treffer, so kann's weitergehen. Ist das jetzt so eine böse Zone? Keine Ahnung. Die schaut eher blau aus und nicht rot. Ja. Auch nicht böse aus. Ach dann, da landet ein Squad direkt neben uns. Ja. Ah, Schütze, die Sniper wäre erst was für dich gewesen, aber jetzt habe ich wenigstens die Waffe. Auch schon die Sniper eine hier. Werf ich hier. Ja. Ich habe noch keine Waffe. Habt ihr noch was? Ja, hier, warte hier. Oh, danke für ein Follow. Jetzt bloß nicht, da ich die Vorschau deaktiviert habe. Ich hab was gehört. Rechts. Nee, ich stream eigentlich auf 1044p, Totti. Eine Heidrohne, falls nötig. Hier ist eine Optik für Scharfschützen. Ich hätte ihre gerne mal eine Rüstung. Das wäre cool. Ich habe auch noch keine. Neuer Killspitzenreiter. Was macht die Zone hier? Da kommt da manchmal was runter oder was? Ich hab keine Ahnung. Ah, Rüstung. Hey. Hat sie nochmal eine? Hier ist eine Volt MP. Nee. Ja, meine Rüstung. Hier ist ein Standardfach. Stufe 2. Hab ich auch gemeint. Ja. Da drüben sind Gegner. Wo? Oh. Anderes Haus. Also irgendwas kann es sein, dass man nicht Leben regenerieren kann oder so? Keine Ahnung.
Da ist was. Oh, ich höre was. Scheiße, geh weg von dem Terminal. Da. Ah. So nah geordert. Ja. Ah, fuck. Bin down. Da ist schon mal einer. Okay, macht sich fertig. Ja, klar. PS5 macht mein Stream nur auf 27p, okay. Also ich stream definitiv auf 1044 mit 30 FPS. Das heißt, wenn nur 27 ist, Totti, dann passt das nicht. Also ich bekleckere mich bisher nicht in den Ruhm hier. Ja, dann, wenn ich versucht euch irgendwie wegzubringen hier. Obwohl, ich habe die meisten Damage gemacht. So hat sich das nicht angefühlt im Team. 68 noch nicht. Ja, ich hätte einfach warten sollen jetzt, bis wir weg sind. Aber gut. Jetzt will er Englisch hat aber sehen, oh Gott, Englisch hat der Apex-Profi hier. Will jetzt was sehen, wo wir jetzt gerade noch so ablosen hier. Niemand macht die Drecksarbeit billiger als ich. Mein Name ist Gray und wir haben einen Job zu erledigen. Für alles, was der Tag bringt. Aragorn, nicht so oft deinen Charakter wechseln, sonst kommst du nicht klar mit dem Charakter. Muss ich irgendwann mal einspielen mit einem. Leider Tipp. Ich weiß ja nicht mal, was die Charaktere können. Also der kann zum Beispiel so ein Schild aufstellen, wenn er, glaube ich, in der Defensivhaltung ist oder wenn du zielst, dann hat er auch so ein bisschen Schutz. Dann hat er so ein, ja, so ein Bombenregen, glaube ich. Und was war die andere Fähigkeit? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, die Schildbubble. Ja, die Schildbubble habe ich vor gesagt, ja. Aber was war noch die dritte Fähigkeit? Ne, wieso drei? Du hast eine passive, das ist das Schild, das passive Schild, wenn du schießt, in eben dann Zeit, wenn du zählst. Das mit der Schildbubble auf Q und Y mit dem Bomb. Genau, ja, stimmt. Ist, also das ist für ein ich finde den was Legend zum Anfang ziemlich gut eigentlich, weil du halt ein extrem gutes Ulti hast und... Ja, das Ulti ist besser wie jetzt zum Beispiel bei meinem Charakter. Und die defensive Fähigkeit, also... Echt nicht übel. Ich hab jetzt mal die... Ja, achso, warte mal. Ja, beides ein blaues Schild gekriegt. Na sowas. Mhm. Aber ich habe immer noch keine Waffe. Ja, aber Waffen lagen schon ein paar rum. Und wenn es nur kleine waren. Ja, irgendwo da vorne wird es bestimmt noch was geben. P220 zum Beispiel hier. Kleine Pistole gibt es, hat aber definitiv. Ungewohnt ist, dass du mit 100 Frames rumzubringen. Die werden mir hier gar nicht angezeigt. Stufe 1. Kann ich glaube einstellen. Ja, normalerweise wird mir das auch angezeigt. Ziel gesichtet. Ah, da kommt ein Runde. Wie lange bist du noch da, Jack? Ja, du bist so 10 nach 9 ungefähr. Okay. Ich viel später losgehe, komme ich spät zur Arbeit.
macht das gar nicht schlecht, oder? Augen auf den neuen Kielspitzenreiter. Was ich halt bei dem Spiel nur noch zu lang brauche, wenn ich loot. Also da bin ich schnell genug. Da hat es einen Haufen Energiemunition hier oben. Tausch. Nee. Komische beige Munition. Hat irgendwer eine Sniper? Nee, ich hab's Repetierer. Also das geht leider nicht mehr auf die Scout, wie auch nicht auf Sabotierer, die Scharfschützen. Ja. Wobei ich muss sagen, das eins der coolsten Scope ist immer noch das Dreifach-Scope. Drei. Das 2 bis 4 ist eigentlich auch nicht schlecht, finde ich. Ja, ich weiß, das Dreifach ist mir fast lieber eigentlich. Und dann das Zweifach und das Einfach. Das Beste. Ja, irgendwas. Da respawnt wer? Wir sollten dorthin gehen. Bin gerade am Sachen bauen. Ah, Schild aufstellen, wenn dann. Aber ja, egal. Ja. Boah, von hinten war noch mal einer. Glaube ich. Ich glaube eine normale Runde oder eine oder zwei ganz schnelle. Geht noch. Ach schade, bist du noch nicht aufgestiegen, Aragorn. Nee. Ich habe jetzt fast die Hälfte. Die Hälfte, okay.
Aber wenn ich mach die ruhig. Nee, nee, mach. Mach ruhig, mach mit. Passt, du musst ja lernen, passt doch. Bei Star Citizen nicht anders, wenn jemand anfängt. Was sind noch so gute Dinger da zum Anfang? Charaktere. Ja. Und kommt auf deinen Spielstil an. Bangalore ist zum Beispiel relativ schnell, wenn du dich viel bewegst. Aber den, wo du hast, ist eigentlich ganz gut gerade am Anfang. Auf jeden Fall solltest du mal einhalten, eine Weile spielen, dass du weißt, Fähigkeiten einsetzt von dem. Bleib einfach mal bei dem. Muss halt bloß richtig einsetzen, wenn du denn. Für Anfänger meint Englisch hat ein Bangalore sogar. Ich glaube, denn wo ich spiele, wäre nicht mal so schlecht am Anfang, glaube ich sogar. Seht euch diese Champions an. Was steht hier noch rum? Erst hier, schnappt euch seinen Arm. Ist Jumpmaster Aragorn? So, jetzt bin ich's. War das denn? Ne, jetzt habe ich mich umentschieden während dem Flug. Nicht gut, oder? Aber was die Ultrazonen machen, habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Da gibt's ist die Chance, eine komplett ausgestattete Waffe zu finden, angeblich recht hoch. Eben gesehen, als ich da auf die Tor oben gegangen bin. Oh ja, ich habe gerade eine Kuh. In Gelb. Okay. Nur findet man keine Rüstungen hier. Er ist planlos vorgestürmt, dieser Einfallspinsel. Kann das sein? Ja. Stufe 2. Ja, weil Star Citizen Verhältnisse, ja. Hier ist ein Helm. Stufe 2. Hier ist ein erweitertes schweres Magazin. Stufe 2. Oh. Hier ist ein Helm, Stufe 2. Das ist super. Das stream ich mal und dann leckt das hier wie. Na, was leckt jetzt gerade hier? Ich bin einmal vorgejumpt und hab oben das Dingzeichen gehabt. Netzwerkzeichen, weißt du? Irgendwo Scharfschützenmunition gesehen? Nö. Wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Wir können den Container aufmachen. Neuer Killspitzenreiter, Achtung! Den habe ich gar nicht gesehen. Ah. Nicht zu weit weg, aber wir sollten uns beeilen, Freunde. Hier ist schwere Munition. Also ich brauche Energie und Leichte. Energie brauche ich auch. Ring ist oh, schlecht. Ja, wo kommen jetzt die ganzen... Vorsicht. Oh, ja, 44 Zuschauer, ja. Hat jemand geratet? Was nicht mitgekriegt. Ich habe ja ein erweitertes Energiemagazin. Zwei von den Dingern gleich.
Danke für den Follow. Achtung, der Ring bewegt sich. Ja, geh mal außen rum, oder? Da. Geh mal. Gerade nicht gesehen, wer gefollowt hat. Siehst du damit? Links oder rechts? Du läufst vor, also lauf dir in der Argon, bist du am Ball? Ich bin hinter euch, ja. Ja, ich habe was gehört, ne? Du auch? Ja. Ich glaube, da hinten habe ich... Da! Ne. Da. Auf jeden Fall. Oh, hast du getroffen, Aaron? Mhm. Ich habe jetzt nicht die beste zum Snipern, aber... Habe ich doch was da hinten. Einer dieser Clowns. Ja. Ich habe keinen Schuss getroffen auf die Weite. Geh weiter links. Ja, auf der Sieplan jemanden da quer erwischen. Hier war schon jemand. Ja, hinter uns sind glaube ich. Ich habe irgendwas hinter uns explodiert. Ja, ich hätte gesagt Richtung Westen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, es kam von hier, oder? Von der Richtung? Ja, das ist Westen. Ach, ist das Westen? Ja, stimmt. Westen. War aber relativ close, meine ich. Ja, hätte ich auch gesagt. Ich höre was? Das war nicht hier. Ja, da ist er. Jo, der ist darauf gerappert. Da geht's ab da hinten. Ich habe mich mal ein bisschen eingemischt. Das sind zwei Teams, die gerade gegeneinander kämpfen. Mal ein bisschen nach links. Geortet von hinten, da ist einer. Okay. Ja. Die Reds stehen da hinten. Lade
Heilt euch mal ein bisschen. Ich bin hochgeheilt. Wo sind die? Heil dich mal hoch noch, Aragorn. Ich hab nichts. Shit, ich hab... Hier, ich hab hier zwei was. Hier, das hier. Muss mich heilen. Kurze Pause. Vielen Dank. Heile mich. Bin trotzdem wachsam. Da ist noch ein Squad, oder? Ich hab keine. Ja, einer zurück, in die Richtung. Zurück. Anderes Squad rennt immer noch da hinten rum. Ja. Vielleicht kämpfen die mal gegeneinander. Das wird doch. Ja, komm, zurück. Oder? Ja. Ich muss Phoenix hin benutzen. Bildzellen liegen nicht zu vorhin irgendwo rum, oder? Was? Bildzellen. Oh. Einer kriegt Schaden von meiner Wand. Irgendwo Schaden kriegt von der anderen Seite, glaube ich. Ah, ich bin down. Ah, shit. Ach. Oh, nee. Achtung, hier bei mir. Sehr nervöses Spiel gerade. Boah, 646 Schaden hast du ja gemacht. Ja. Hm. Gebracht hat's nix. Ja. Hm. Ich glaube, zwei getaunt, aber dann gekillt halt. Ja, bei mir war mein Gameplay relativ nervös. Ich hab so richtig. So, leider jetzt. Leider Feierabend machen für heute. Post. Ein paar Runden Apex war ganz spaßig. Hm? Ich werde jetzt mal Abendessen. Ja. So. Dann schönen Abend noch. Ciao. Ja, noch bin ich nicht weg. Ein paar Minuten habe ich. Ja, aber ich bin weg. Ciao. Ach, du bist weg. Ciao. Ciao. So. Mal, wenn ich noch huste. Aber ich wusste, wenn man da schon Star Citizen macht. Noch für einen Moment. Ich suche gerade noch jemand. Ja, nehme ich halt einfach hier. So, dann wünsche ich euch gleich noch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal in 3, 2, 1. Great. Ciao.